Zuschauer, wir hoffen, Sie haben sich zu Hause auf dem Sofa so richtig schön gemütlich gemacht. Und auch Hubertus und ich, wir freuen uns richtig auf das, was kommt. Absolut. Was für ein magisches Jahr. 2000, das neue Millennium. Alle waren ein bisschen aufgeregt, das neue Jahrtausend. Und es gab viel zu besprechen. Es gab zunächst mal 24 Sendungen. Und es gab Themen zwischen BSE und Big Brother. Zwischen Schwarzgeld, Konto und Michael Schumachers dritten WM-Titel. Und damals wurde die NDR Talkshow volljährig, nämlich 21 Jahre alt. Ach, wie schön. Und damals war sie auch schon sehr unterhaltsam. Aber es gab eine Sache, die mir als Zuschauer sofort aufgefallen ist. Hubertus hatte noch eine andere. Ja, genau. Wohl wahr, ich hatte die große Ehre und Freude, damals mit Alida Gundlach moderieren zu dürfen. Und ich freue mich jetzt aus heutiger Sicht noch mal einen ganz besonderen Moment in Erinnerung rufen zu können, der, glaube ich, auch Ihnen Spaß machen wird. Ja, genau. Auch damals war natürlich ein großes Thema in der NDR Talkshow Freundschaft. Gute Freunde, sowohl politisch als auch persönlich, ist ein Thema, das uns schon damals beschäftigt hat. Bitte sehr. So ist es. Viele Freunde, glaube ich, haben Sie nicht. Sagen wir so, ich glaube sicher, dass es viele Leute gibt, die gerne meine Freunde wären. Ich bin nicht jemand, der, glaube ich, die Menschen abstößt. Aber es ist richtig, dass man in meinem Beruf Schwierigkeiten hat, Freundschaften zu pflegen. Und ohne Pflege können Freundschaften nicht gedeihen. Wenn man als Kind nicht das Glück hat, eine Familie zu haben, neigt man nicht dann dazu, wenn man älter ist, Freunde mehr zu pflegen, weil man weiß, wie es ist, wenn man alleine ist? Ja, dazu muss man eine Zeit haben. Man muss es auch wissen. Man kann sich dann auch bemühen. Und es gibt natürlich sehr viele Menschen, die ich trotzdem als meine Freunde bezeichnen würde, mit denen ich nicht ständig zusammen bin. Nicht? Aber wenn ich sie dann wieder treffe, dann ist es so, als ob ich sie erst gestern gesehen hätte. Nicht? Ich beneide allerdings Leute, die das geschafft haben, ihr Leben lang sich einen Freundeskreis zu schaffen. Ich habe in meiner eigenen Klasse habe ich 5, 6 ehemalige Schulkameraden, die sich seit ihrer Schulzeit jedes Jahr zusammen wandern, zusammen aufs Boot gehen, zusammen radeln und so weiter. Wandern, nicht? Und ich habe das beneidet. Ich habe auch schon mal versucht, dazu zu stoßen, aber es ist allein aus zeitlichen Gründen hat das nie geklappt. Aber was Alida im Hinblick auf Dieter Hallervorden eben sagte, ist es nicht so, dass wenn man dann der einzige sehr Prominente unter Nicht-Prominenten ist, dass man dann sich selber als Fremdkörper empfindet, auch wenn man es vielleicht gar nicht ist? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, dann, wenn ich mit Menschen zusammen bin, einen ganz spontanen Kontakt und ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wie man sich selber gibt. Spielt man dann den großen Zampano, dann wird man als solcher auch empfunden. Wenn man aber, wenn die Leute merken, das ist ja ganz normal, ja ganz einfach. Nicht? Manche staunen darüber, wenn sie mich kennenlernen, sagen, das ist ja gar nicht so, oder wie man denkt, oder so böse, oder dies oder jenes, oder so schwierig und so weiter. Nicht? Und also deswegen glaube ich an das Verhältnis zu Menschen, wie man mit Menschen umgeht. Und da ich Menschen ja liebe, nicht wahr, und neugierig bin auf Menschen, interessieren sie mich. Und wahrscheinlich deswegen interessiere ich sie auch. Ich wollte ja auch eigentlich nur wissen, ob es überhaupt möglich ist. Ich will das auch gleich Frau Breuel fragen. Ob es überhaupt möglich ist, in einem so kampfstarken Markt, ob man da tatsächlich wirklich echte Freunde findet, auf die man sich verlassen kann. Ja. Haben Sie gefunden? Ja. Das ist immer so. Es gibt solche, die einem näher stehen und solche, die einem ferner stehen. Und das hat nicht immer etwas mit politischer Übereinstimmung zu tun. Was mich interessiert, ist Folgendes. Natürlich meinte Alida das Buch von Kohl, die Tagebücher. Ob es nun mal Tagebücher ist, ist eine ganz andere Frage. Wir wollen ja später mit Frau Wussow noch reden, über unter anderem über öffentlich ausgetragene Konflikte. Ja. Kohl hat Sie in diesem Buch massiv angegriffen. Putschist ist ein Wort. Sie reagieren darauf nicht. Ist das eine Form, dass man... Ich lese gerade Harry Potter. Hallo.
muss ich sagen, das ist ein sehr schönes Märchen. Und wenn ich das gelesen habe, dann lese ich die Kohlschicht. Sie meinen, dann sind Sie an Märchen gewohnt. Nein, es besteht kein inhaltlicher Zusammenhang. Es ist nur eine Reihenfolge. Du musst dich auch immunisieren. Ich bin schon genannt worden, der größte Arbeiterverräter, der größte Sozialist. Also wenn das alles stimmen würde, sind alles Etiketten. Und da bleibe ich bei dem alten Grundsatz, Etiketten sind was für Weinflaschen, aber nicht für Menschen. Ja, und zum Wohl. Veränderung hat sich in Ihnen, glaube ich, vollzogen mit der Familie, die Sie jetzt haben. Mhm. Zu der Familie gehört aber auch Jürgen Vogel. Ja. In welcher, ganz wichtig. In eher einer brüderlichen oder väterlichen? Na, mittlerweile in einer sehr starken Freundschaft. Mhm. Also ich habe in Jürgen jemanden gefunden, der mir Rede und Antwort stehen kann. In kniffligen Fragen, in Momenten, wo man dann nicht so genau sich entscheiden kann, der dann sehr intuitiv die richtige Antwort hat. Angefangen hat es 1985, da habe ich ihn sozusagen zu mir genommen. Ich war dann so fast 4 Jahre sein Ziehvater oder geistiger Vater. Und dann gab es eine schwere Trennung, also wirklich so eine Trennung, die vorweggenommen wurde, was man dann später erlebt mit den eigenen Kindern, dass sie aus dem Haus gehen. Und 1,5 Jahre später haben wir uns dann wiedergefunden als Freunde, weil bis dahin war es dann immer eher so Vater, Sohn und mein erstes Kind sozusagen und viele Fehler und alles überstülpen über so einen jungen Mann. Er war damals knapp 17 und ich habe ihn so benutzt auch natürlich. Man redet ja, um sich selbst auch zu finden. Wie alt warst du, Richie? 30. Aha, du warst schon so groß, ja. Ist der. Und das war sozusagen die Grundlage für eine sehr, sehr intensive Freundschaft. Alida und ich schätzen Götz Alsmann sehr. Ja. Ohne eine Spur von Ironie. Ja. Aber die Frage sei dennoch erlaubt, wie moderiert man neben dem Mann? Indem man sich einfach in die zweite Reihe zurückzieht, weil die erste ist von Götz Alsmann besetzt. Aber Götzi Mausi ist, und ich mag ihn wirklich sehr, ist eine Rampensau. Und das muss man wissen. Also, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Ja. Und man muss wissen, dass er alles platt macht, was sich ihm in den Weg stellt. Das kann seine Omi sein oder es kann die Westermann sein. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, dass es keine... Die Angriffe und die Scherze und manchmal auch das wirklich, Alsmann-mäßige. Wenn man weiß, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat, sondern es mit jedem macht, dann ist das auch ganz okay. Und wenn er so, das ist auch rührend zu sehen, wir gucken uns ja, bevor wir da rauslaufen, gucken wir uns da an gegenseitig. Der ist wie so ein Rennpferd, wie so ein Galopper, bevor da dieses Tor da weggezogen wird, ne, beim Galopprennen. Und so tänzelt er da hinten rum. Ich denke immer noch, ich komme total steif und eckig da aus meiner Ecke, aber es, ne, sind halt zwei ganz die Rinder im Teppich, im Fußboden, nicht? Von ihm, die er da immer querläuft. Ja, Götz ist Götz und Christine ist Christine und ich glaube, das macht einfach auch den Aber den schießen Sie da auch schon mal so etwas schärfer, als Sie es eigentlich wollten, nur um ihm Paroli zu bieten? Ja, manchmal kommt was raus und dann denke ich, das hättest du mal besser nicht gesagt, hättest du mal besser vorbeiziehen lassen. Ich übe noch. Ja, das geht uns nicht anders. Das geht uns nicht anders. Meine Tochter hat dann gesagt, hol doch deine goldenen Schallplatten wieder nach oben. Die hängen jetzt im Gang vorm Klo. Da kommen nur die engen Freunde hin, nicht? Die schauen das an, schauen sie es auch nicht an. Dürfen nicht die kennen es schon, ja. Die anderen, nee, die müssen aufs vordere, das ist auf dem hinteren Klo. Wir haben 2 Klos, wir sind eine reiche Familie. Ich wollte gerade sagen, also es scheint ein bisschen Geld hängen geblieben zu sein. Es gibt 2 Klos, eins für Freunde, eins für Gäste. Wir unterscheiden, doch auf einen gewissen Wohlstand da messerscharf. Also es darf nicht jeder auf jedes Klo bei uns. Ja, da müssen wir natürlich ein Thema anschneiden, was ich eigentlich aus einer gewissen Höflichkeit nicht anschneiden wollte. Wieso? Dass du auch mal an der Kläranlage gearbeitet hast. Ja, Job ist Job. 11,50 Mark die Stunde. Was hast du denn da gemacht? Das war eine biologische Kläranlage. Das macht es nicht besser. Doch. Ich meine, irgendwer muss es ja tun. In diesem Fall waren es Maschinen. Aber die funktionierten nicht so toll. Ganz richtig. Es war eine biologische Kläranlage. Und ich bin übrigens auch so erzogen, Sepp, dass mein Papa immer gesagt hat, wenn du was machen willst, geh arbeiten und dann kriegst du das, toll. Was du willst. Du ja, das habe ich dann eben gemacht. Ja, und das war ein Studentenjob, 11,50 Mark, wie gesagt. Wir mussten, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, Pröbchen nehmen. Und zwar nur einmal die Stunde, ja, mit einem Eimer, völlig sauber. Hab das ins Labor gebracht und dann nachmittags haben wir gegrillt. Das ist einfach so. Aber ich meine, das war ein super Typ. Was war das? Super Vorbereitung fürs Fernsehen, oder? Also, Claire. Ganz normal.
Heute groß im Geschäft, heute sind sie Stars, aber sie fingen alle ja mal unten an, ganz klein an. Und die NDR Talkshow hat immer wieder Musiker, Moderatoren, Schauspieler begrüßt mit ihren Plänen, mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen, als sie eben noch nicht Stars waren. Ja, und einen davon, den sehen wir jetzt. Die Rede ist von Sascha. Der war damals gerade am Beginn seiner Karriere, aber ich finde, man hat ihm schon angesehen, dass aus ihm mal ein großer wird. Und sehr süß sah er aus. Genau, Sascha aus dem Sauerland. Aus Soest. Aus Soest. Richtig. Ich wohne seit jetzt mittlerweile 3 Jahren in der Wohnung. Und die ist 43 Quadratmeter groß. Oder klein, besser gesagt. Und das wird mir zu eng, weil ich habe den Fehler gemacht. Ich habe dann so von dem ersten Geld, was ich mal verdient habe, habe ich mir dann gleich ein Riesenbett gekauft. Also das eigentlich viel zu groß ist für die Wohnung. Ein Riesensofa und ein Riesensessel. Alles total sperrig. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann passt gerade noch irgendwo der Koffer irgendwo. Und ich mache den dann auf, drehe mich weg, der explodiert. Und dann liegt alles im Zimmer rum. Wenn Birte kommt, liegt sie gleich im Bett. Aber sie kann gar nicht anders. Was sagt Dortmund zu dem Kometen? Kometenhaften Aufstieg des Sascha, der auch noch in der Stadt wohnen geblieben ist. Ja, das Ding ist ja, ich komme ja nicht ursprünglich aus Dortmund, ich bin der Wahl-Dortmunder, so kann man das sagen, in der Metropole Ruhrgebiet. Und ich bin ja ursprünglich aus Soest. Bist du weg von? Aus einer kleinen Stadt, ich komme weg von Soest. Weg von Soest? Ja, von Soester Börde-Bauern. Ja. Und da bin ich mittlerweile Ehrenbürger. Das war, also da habe ich mich in das Goldene Buch der Stadt Soest eintragen dürfen. Das war toll. Und jetzt wird irgendeine Straße nach dir benannt. Das weiß ich noch. Der Sascha Stieg. Also ich glaube nicht. Das hört sich auch doof an eigentlich. Ne? Sascha, legt deine Mutter dann immer vor so wichtigen Entscheidungen die Karten für dich? Nee, und sagt, also, geh jetzt mal nicht nach Amerika und so, oder? Nö, also nee, die hat, also ich habe mir auch schon lange nicht mehr die Karten legen lassen von ihr. Hat sie es denn vorausgeahnt? So ein bisschen. Also so, es ist ja so, bei meiner Mutter spielt ja auch das Gefühl eine große Rolle. Und das ist ja dann, also wenn sie das macht, also auf Personen eingehen und so. Und bei mir ist es so, sie wünscht sich natürlich nur das Beste für mich. Und deshalb ist das alles nicht so ganz, korrekt, was sie da dann so legt. Für mich. Das ist alles so ein bisschen, positiv beeinflusst. Und dann sieht das halt so nach Uwe und so. Schon vor 8 Jahren hat sie mir gesagt, also als ich noch zur Schule ging, du bist mal unglaublich viel rumkommen und ganz viele Länderreisen. Und das stimmt ja irgendwie, aber ich habe halt alle Jahre wieder, habe ich mal gesagt, sag mal, was ist denn jetzt? Wann passiert denn das endlich? Sie kommen aus dem Osten des Landes, Berlin speziell. Und Ihre erste Station war München. Wie war das damals? Da fingen Sie als Model an eigentlich. Ja, das war 1990, also es war ganz kurz nach der Wende, also ein Jahr nach der Wende. Mhm. Wir hatten, glaube ich, einen Monat Währungsunion und das war schon eine völlig andere Welt. Also West-Berlin war ja schon ein Gegensatz, aber München ist natürlich der Totalschock für jemanden, der aus dem Osten kommt. Also damals war es jedenfalls so. Das hört ja Freitag gern. Nicht nur, wenn man aus dem Osten kommt. Aber ich habe München inzwischen sehr lieb geworden, das ist nicht, aber es war einfach eine völlig neue Welt und ich hatte einfach gar kein Geld. Nicht? Und habe angefangen, dort als Model zu arbeiten, bei einer Agentur, die mir auch sehr geholfen hat. Aber was mir nicht klar war, war, dass man ja doch erstmal in so eine Karriere auch investieren muss. Man muss Fotos machen, man muss eine Setcard machen. Also ich hatte, glaube ich, 10.000 D-Mark plötzlich Schulden. Und das waren D-Mark. Ja, also nur mit Investitionen, die man natürlich nachher auch so rausgearbeitet hat und das alles abzahlen konnte. Aber das war erstmal irgendwie, das war ein Risiko. Und meine Eltern waren, ich konnte auch nicht anrufen, weil die Leitung war noch nicht da und so. Also es war schon eine verrückte Welt für mich. Sie sind eine ganz offensichtlich junge Schauspielerin, die nie Fernsehen gemacht hat, sondern die den Sprung vom Theater zum Kino oder genau genommen von der Schauspielschule zum Kino sofort geschafft hat. Das kann ja nicht Absicht sein. Das passiert dann doch. Zufall. Wohl. Zufall. Genau. Der erste Film war Die Braut mit Veronika Ferres. Und der zweite Film ist eben Kalt ist der Abend noch. Beide Filme sind Kostümfilme, spielen nicht in der Jetztzeit. Tja, ja. Merkwürdig, ne? Wir sind ja. Egal nicht. Also ich hatte so mit einer Antwort gerechnet. Aber Fritzi ist auch aus einer anderen Zeit. Fritzi, mich fragte heute eine Maskenbildnerin, die sie nicht kannte, sagte, ist das eine alte Dame? Ah, und das weil alte Damen heißen oft Fritzi, offensichtlich. Ja? Ja. Ich kenne keine. Nee. Passen Sie auf, ich versuch's mal mit einer neuen Frage. Waren Sie immer nur auf Ich kann auch gerne antworten. Das wäre gut. Also weil Kostümfilm, ja? Ja. Also es ist ja erstmal auch ein Zufall, ne, denke ich. Aber dann wurde mir mal gesagt, dass ich ein zeitloser Typ bin.
Ist wohl auch so. Und dass man also bei mir nicht sofort denkt, Mensch, wo hat sie denn jetzt ihre Jeans oder so, sondern das glaubt man dann vielleicht erst mal so. Und das ist ja dann gut. Also ob es so ist, weiß ich nicht, aber ich nehme es so hin. Der ganze Lebensweg war ja ohnehin nicht so ganz normal. In Montreal ist Anke Engelke geboren, der Vater... Verrückt. Lufthansa-Flugbegleiter. Und das klingt jetzt so, als wärst du so ein Reiseunfall gewesen. Also, oder so. Hallo? Was? Ich meine, hat er dich... So nach Dienstreise und da ist dann meine Tochter geboren. Nee, Flugbegleiter war nicht. Klingt auch schöner, als es ist. Also das war nicht. Der hat schon an einem Ort gearbeitet. Und wir haben das da so ein bisschen gelernt, also durch meinen Vater zu reisen. Ja. Die Berufsbezeichnungen sind ja sowieso immer so eine Sache. Du schreibst jetzt, wenn du dich irgendwo einträgst im Hotel, als Beruf Schauspielerin. Ich schreibe auch schon mal Nutte oder so. Aber ich schreibe lustige Sachen da rein. Eine Zahnärztin macht mir dann wichtig. Ich gucke, dass ich ein besseres Zimmer kriege dadurch. Aber du wunderst dich, dass man dich nicht so, oder dass es immer noch Leute gibt, die dich nicht als Schauspielerin sehen. Ja, es kommt jetzt im Zuge dieser Filmkiste natürlich oft die Frage, Frau Engelke, könnten Sie sich vorstellen, jetzt mal richtig zu schauspielern? Direkt rein. Werden Sie oft unterschätzt? Ja, ich glaube schon. Ja, ganz sicher. Ist das auch ein Vorteil? Natürlich. Eins meiner Mottos, wenn dich jemand unterschätzt, wenn dich jemand für doof hält, bist du immer einen Schritt voraus. Ist immer besser als überschätzt werden. Man muss ja ein Bild nachlaufen, das erfüllen und es gelingt dir nicht. Und wenn du doof bist, dann bist du schlau. Was soll ich? Wenn du doof bist, dann bist du schlau. Richtig. Til Schweiger, das ist geradezu philosophisch. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken, meine Damen und Herren. Das ist ein kluger Satz. Wir haben, apropos klug, wir hatten viele, viele kluge Gäste in der NDR Talkshow, aber das kennen Sie vielleicht auch, selbst bei klugen Gästen geht manchmal etwas daneben. Man hat sich's völlig anders vorgestellt, aber es läuft dann nicht. Ja, das ist dann für den Interviewer ein bisschen beunruhigend, aber für den Zuschauer manchmal sehr, sehr amüsant. Und wir hatten Roger Willemsen im Jahr 2000 auch bei uns zu Gast, der uns gestanden hat, dass er das ein oder andere Interview völlig an die Wand gefahren hat, mit ziemlich großen Prominenten. Hören Sie mal selber. Sie haben Prinz getroffen. Also der darf jetzt nicht mehr Prinz genannt werden. Tough Cup wird er jetzt genannt. The Artist formerly known as Prince. Tough Cup geht so rein. Ein Anagramm. Tough Cup. Simple heißt er doch jetzt. Man kann ihn auch Simple nennen. Ich frage jetzt mal das, was intelligente Journalisten immer fragen. Wie ist der so privat? Super geil. Also Supi. Starkes Charisma, aber unheimlich herablassend. Und ich glaube, es gibt kein geglücktes Prince-Interview, so viel ich weiß. Und er ist sich dabei treu geblieben. Wir sehen beide nicht besonders gut aus. Finde ich. Sie auch. Ist nicht. Interessant. Also ich mache ja gerne Interviews, wenn die auch scheitern, dann haben die eine interessante Form des Scheiterns. Das und betraf auch das Madonna-Interview in ihrer eigenen Spiegel. Ja. Ne? Das ist aber ein Interview, was wirklich auf einem gewissen Niveau gescheitert ist. Mhm. Also heute gucke ich das Madonna-Interview an und bin fassungslos, woher ich den Mut genommen habe, diese Frau derartig zu drangsalieren. Wobei ich allerdings genauso fassungslos bin über die Fantasielosigkeit ihrerseits, weil ich gedacht habe, sie ist besser. Wissen Sie das sofort, wenn Sie da auf so jemanden zugehen, ob das funktioniert oder nicht? Relativ bald. Ich bin da sehr schnell abgekackt. Ja. Also bei Prince war es so, wenn ich das sagen kann, bei Prince war es so, dass ich die erste Frage hieß, wenn irgendjemand, habe ich mir gedacht, dann können Sie mir sagen, warum Adam Eva nie verlassen hat. Und dann hat er gelacht und hat die Frage auch beantwortet, das nahm auf einen Liedtext Bezug. Und dann habe ich gesagt, war Musik involviert und meinte das Paradies. Und dann hat er, Moment bitte, aus. Kameras wurden ausgestellt. Kann ich Ihnen mal erklären? Ich beantworte nur Fragen zu meiner Platte und ich möchte diese Fragen nicht beantworten. Und das finde ich dämlich, weil man kann das in der Form des Interviews machen, dass man gelangweilt ist oder dass der Interviewer ein Depp ist. Aber könnte es sein, dass er Ihre Frage einfach nicht verstanden hat? Denn Sie haben die war ja einfach. Sie haben ja das Vermögen, involved? Und das hat gar nicht kritisch angemerkt, dass Sie haben das Vermögen, sehr viel Ihres zweifellos großen Fundus an Wissen in die Frage zu packen. Und das ist eine schädliche Form der Selbstverliebtheit. Als Freund Ihrer Sendung, ich mag das wirklich, ich habe es immer sehr geschätzt, die Sendung zu sehen, habe dann am Ende mal der Frage oft gedacht, was meint der jetzt? Ja, das geht mir auch so. Ach so. Das war einfach mein Traummod. Aber ich meine, es hat die unglaubliche Summe von 110.000 Mark gekostet. Das war gebraucht, uralt, aber es lief. Und ich hatte meinen Traum erfüllt, ohne gleich hammermäßig mich irgendwie zu verschulden. Oder das sah eher nach 1,1 Millionen aus. Das sollte es auch. Ich fand das ja auch ganz herrlich, dass alle gedacht haben, es war so teuer. Ich kann heute noch den Kaufvertrag. Das waren aber stimmt es denn nicht, was man so liest, dass Sie, dass also bei einem Konzert hinter der Bühne ein Gerichtsvollzieher auf Sie wartete, so nach dem Motto, verdammt, ich krieg dich? Nein. Nein, das ist...
Das ist, eine von diesen, schönen Geschichten. Also ich habe noch, bisher noch keinen Gerichtsvollzieher beim Konzert gesehen. Dazu muss man wissen, dass ich nach 9 Jahren Prozessieren einen Prozess verloren habe, den ich nie für möglich gehalten habe, ihn zu verlieren. Und Rumsfallerer stehe ich da und soll 1,5 Millionen von meinem Girokonto überweisen, die ich natürlich nicht auf meinem Girokonto habe. Wo haben Sie sie denn, Herr Rhein? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Wie ist das, aus der Zeitung zu erfahren? Die Frage kann ich Ihnen beiden stellen. Aus der Zeitung zu erfahren, wenn ein Format, eine Sendung, für die man verantwortlich ist, es bald nicht mehr gibt. Das ist also hast du das auch erlebt? Ja, natürlich. Also für mich, ich finde, es ist damit das Fürchterlichste, was es überhaupt gibt, weil ich zumindest von den Leuten mit oder für die ich arbeite, eins erwarte. Redet man nicht mit ihnen vorher? Dass man mal ankommt und sagt, pass auf, wir haben ein Problem, das Ding läuft so nicht, lass uns mal was anderes überlegen oder wir können dich nicht mehr gebrauchen. Eine Möglichkeit, man schlägt morgens die Zeitung auf oder noch schlimmer. Noch schlimmer ist ja, bevor ich die Zeitung aufgeschlagen hatte, hat ein anderer Journalist angerufen und gesagt, das steht morgen in der Zeitung, was sagst du denn dazu? Und ich wusste von nichts. Dann fühlt man sich, entschuldigen Sie das blöde Wort, schlicht und ergreifend sowas von verarscht, dass man den Spaß am Job verliert. Also dieses Wort hätte ich nicht gebraucht, aber ich fühle mich ganz schön beschissen. Schon seit Ihrer Zeit bei der Treuhand sind Sie ja immer wieder enormer Kritik, sogar Beschimpfungen ausgesetzt gewesen. Wie halten Sie das aus? Ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten. Das eine ist, dass ich immer von dem überzeugt war, was ich getan habe. Nicht in jedem Einzelfall, da haben wir auch viele Fehler gemacht, ich selber auch. Aber die Grundsätze, die habe ich immer vertreten können. Und das war schön, dass man im Beruf das verwirklichen kann, was man selber für richtig hält. Das zum Zweiten, dass ich eben ein Privatleben habe, was mein Refugium ist und aus dem ich eine ungeheure Kraft schöpfen kann. Sie sind auch ein richtiger Familienmensch. Ja, Gott sei Dank. Ja. Erreicht Sie Kritik, aber trotzdem? Aber ich bitte Sie, ja. Es gibt viel Kritik, die ich sogar als wertvoll empfinde. Stefan Heim zum Beispiel auch sehr, vielleicht. Ja, mit Stefan Heim, der gesagt hat, ich wäre, was hat er gesagt, kühl bis ins Herz. Er hat gesagt, Sie sind kühl bis ins Herz. Dann haben wir zusammen gegessen. Dann haben Sie das Gegenteil ihm bewiesen. Und dann hat er nach 2 Stunden gesagt, das weiß ich nicht, Sie sind ein armes Schwein, aber ich werde Sie nicht mehr beschimpfen. Das war ein wunderbares Kompliment. Kritik ist das eine, aber wie man dann mit der Kritik umgeht, das ist das andere. Und manchmal, das merkt man dann schon so, da wird es im Gespräch ein bisschen sperrig. Und da muss der Moderator den richtigen Weg finden, um mit den Befindlichkeiten des Gastes umzugehen. Und dieser Weg, von dem Barbara spricht, der lohnt sich meist. Denn gerade diese Gäste, die zwischen Genie und Wahnsinn hin und her wabern, die Ecken und Kanten haben, das sind Gäste, die für uns das Salz in der Suppe sind. Sie wussten aber schon sehr früh, dass Sie ein Genie sind, nicht? Wann wussten Sie das so ungefähr? Sehr früh. Schon als Kind? Schon so viel, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, seit wann ich das weiß. Die Kunstkritiker und das Feuilleton, die nehmen Sie gar nicht wahr, wie Sie sind. Sie sind einer der größten Maler unserer Zeit. Und trotzdem wird Ihnen da immer so ein bisschen Abwehr entgegengebracht. Wie erklären Sie sich das? Och, das kann nur Neid sein. Die Kritiker sind hässlicher als ich, kleiner, sind schlecht angezogen, meistens nicht so intelligent, nie gut drauf. Ja, haben einfach große Schwierigkeiten, wenn sie doch. Wenn sie haben große Schwierigkeiten, auch nicht, das ist ja auch nicht wichtig, aber haben Schwierigkeiten, wenn sie einen großen Mann begegnen. Malerei ist immer verkannt. Das Bild des verkannten Künstlers ist ganz wichtig. Und wenn man das also lernt zu spielen und wenn man lernt, damit umzugehen, dann kann das unter Umständen sehr erfreulich sein. Und dafür gibt es ja diesen Bohème-Status. Man kann sich ganz bestimmte Dinge leisten, man kann sich ganz bestimmte Dinge herausnehmen, man kann eitel sein, man kann seine Eitelkeiten leben. Und das ist das Amüsante daran. Es ist natürlich der Preis, den man zahlt, dass viele denken, sie bräuchten eigentlich ernst zu nehmen, weil man also nicht dieses offensichtliche Leiden im Gesicht hat, was zum jungen Künstler gehört oder zum Künstler überhaupt nicht. Wenn man, eine gewisse Heiterkeit in Deutschland entwickelt, ist man immer sehr schnell angeschmiert. Ja. Gerade die Kritiker, die sind ja, die dürfen nicht vergessen, sind ja Parasiten. Die leben ja von etwas, was wir machen. Und das ist ein gewisser Neid. Machen Sie sich fertig jetzt, aber wirklich. Und dieser Neid wird eben hier, der wird eben sehr gut ausgelebt. Und das können Sie dann auch schreiben und das machen Sie dann auch mit Fleiß. Und, aber ich habe so viele Kritiker schon überlebt. Wir sprechen jetzt über einen Skandal, der aber zugleich ein Erfolg war.
Der Skandal rankte sich um eine Ausstellung, die in Mannheim 800.000 Zuschauer an sich gezogen hat. Am Ende war die Ausstellung so erfolgreich, dass das Museum 24 Stunden aufhaben musste. Sie hatten in Basel 600.000 Zuschauer und in Japan waren es insgesamt, glaube ich, 2,5 Millionen. Der Skandal dieser Ausstellung ist, sie heißt übrigens Körperwelten, die Faszination des Echten, wird gerade in Köln ausgestellt, am Heumarkt. Das ist eine Ausstellung, ist mit 200 konservierten Leichen. Genauer 180 Einzelpräparate und 20 gestaltete, präparierte Anatomie, Plastinate, wie ich sage. Denn ja, ja. Also das Professor Gunther von Harenz, den ich nicht vergessen habe vorzustellen. Wir wollen uns jetzt mal gemeinsam versuchen, diesem Thema angemessen zu nähern. Sie sprechen jetzt schon von Plastinaten. Das müssen wir alles ein bisschen erklären. Zunächst sind es tatsächlich menschliche Leichen, die Sie plastinieren. Was ist das? Ein spezielles Verfahren, mit dem das Körperwasser, was die Verwesung ermöglicht, dauerhaft gegen Kunststoff ersetzt wird. Dadurch, dass ich mit dieser Konservierung Weichteile verfestigen kann, ist es möglich, erstmals nicht nur das Skelett aufrechtzustellen, sondern sozusagen das befleischte Skelett. Denn da die Muskeln und die Lebern und die anderen Organe ja getrocknet sind, haben wir eine Art von Dauerpräparat, das von der Ästhetik her und von der Instruktion her allen bisherigen Methoden überlegen ist. Und das genau macht die Faszination aus. Wenn Sie jetzt Mediziner wären, dann wäre ja der Skandal, von dem ich eingangs berichtete, wäre ja keiner. Ja, ich bin ja Mediziner. Ja gut, aber die Ausstellung heißt Anatomie Art oder Anatomy Art. Sie begreifen sich ja als Künstler. Warum rennt denn die katholische Kirche dagegen an? Warum rennt die Kultusministerin des Landes Nordrhein-Westfalen dagegen an und sagt, geschmacklos? Und weil sie nicht hineingehen. Ich begreife mich nicht als Künstler. Ich bin Aufklärer. Ich gebe dem Laien die Möglichkeit, einmal das aus der Nähe zu sehen, nämlich die Sehenswürdigkeit des Körperinneren, das, was uns am nächsten ist. Mhm. Dagegen kann man natürlich auch anrennen und sich ethisch, moralisch verletzt fühlen. Also Kunstwerk, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Und wenn ich einen Körper öffne, zum Beispiel, indem ich durch die drei Körperhüllen einen Schnitt setze und dann den Körper auseinanderziehe, dass man hineinschauen kann, dann ist die ungewöhnliche Form ein Ergebnis dieses instruktiven Bemühens. Aber ich lasse mich doch nicht inspirieren, um irgendwelche Kunst zu machen. Ich bin Aufklärer und sage ich mal, mein richtiger Freund, das ist das Skelett. Denn das Skelett ist ein Körperteil, das Knochensystem, und es steht seit 400 Jahren in der Gesellschaft und es ist Erkenntnisobjekt, es steht in der Schule, es steht in den Universitäten. In der Geisterbahn. Du bist mittlerweile über 40 oder wirst 40 jetzt. Was geht in dir vor, wenn du dich so exponierst? Ich meine, das war ja nicht irgendwas. Du hast Klagen am Hals gehabt. Die Staatspolizei, die in Österreich, glaube ich, Stapo heißt, paradoxerweise, hat dich vernommen. Man hat dich beschuldigt, ein Damenoberbekleidungsgeschäft überfallen zu haben. Was nach meinem Kenntnisstand nicht der Fall war. Nein, ich habe mit Damenoberbekleidung ab und zu abends was zu tun. Aber ich gehe tagsüber nicht in die Geschäfte, um mir das dann abends anzuziehen. Also ich habe schon mal was für die Freundin gekauft, das gebe ich zu, aber nicht da. Dieses Geschäft habe ich noch nie besucht, weil ich fand das Zeug auch, ich bin dann später mal gucken gegangen, es ist so hässlich, was da im Fenster ist, also das ist nicht der... Was geht in dir vor? Was geht in mir vor? Es ist einfach, also dieses Gerüst zum Beispiel von dir, dann Herr Hipp, der auch, das kam gar nicht zur Sprache, zum Beispiel nach Georgien fährt oder woanders fährt, also auch Hilfsmanöver macht, weil er einfach ja auch irgendwo eingreifen will. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, also auch bei den ganzen Projekten wie der Partei, das ist schon ein Thema. Ich verstehe manchmal nicht, wie auch Politik einfach so dasteht und weiß, wie das jetzt zu organisieren ist. Also ich darf nur ganz kurz vollenden, ich mache es eigentlich, weil ich eben eigentlich das Leben nicht so verstehen kann. Auch so ein Genom, was entschlüsselt ist, ist für mich eigentlich dann auch ein Ablenkungsmanöver.
Also es gibt in dieser DNA 90%, das ist Junk-DNA. Die sind nicht angeschaltet. 10% sind angeschaltet. Die 90% sind sicher interessant, mal irgendwann anzuschalten, zu sehen, was passiert. Vielleicht will ich das auch im Leben. Ich sehe so viel Junk-DNA rumrennen und wundere mich aber immer, dass die 10% im Globalismus wissen, wo es lang zu gehen hat. Unsere Sendung war auch immer ein Treffpunkt für ganz besondere Menschen. Hier treffen Entertainer auf Enfant Terrible, hier treffen ganz große Sensationen auf ganz kleine Bedürfnisse. Ja, und ganz besonders bedürftig in diesem Sinne war Schauspieler Henry Hübchen. Gucken wir uns gleich an. Und da kommt auch noch eine weitere Dame mit ins Spiel. Denn nicht nur Alida Gundlach hat im Jahr 2000 die NDR Talkshow moderiert, sondern es gab auch einmal eine Vertretung. Sandra Mahn, bitte sehr. Ich habe jetzt auch ein ganz anderes Problem, weil ich die ganze Zeit auf Toilette muss. Das geht jetzt nicht. Ich habe jetzt immer durchgezählt, wann kommst du denn endlich ran? Und bin tatsächlich der Letzte. Und habe immer überlegt, wenn Sie jetzt wann gehen, gehst du jetzt auf Toilette? Du könntest jetzt der Nächste sein. Jetzt nicht. Wir Kannst haben eine Notfalle Ersatzunterwäsche da. Nee, ich glaube, ich halte es noch durch. Ja, das wäre hilfreich. Welches Thema lenkt Sie denn am meisten ab von dem Harndrang? Sollen wir das vorziehen? Nein, ich will das jetzt hier nicht so ausdehnen. Ich wollte es bloß sagen, weil es irgendein Problem für mich im Moment schon ist. Aber ich halte es durch. Okay. Nein, als Schauspieler natürlich, wenn man 2 oder 4 Stunden durchspielt, kann man ja auch nicht von der Bühne abgehen und auf die Toilette gehen. Das finde ich jetzt sehr beruhigend. Da bin ich trainiert und Profi. Sie haben auch in Hamburg gelebt. Ja. Und sind jetzt mit Ihrer Familie nach London gezogen. Das ist schon länger her. Nun ziehen viele Schauspieler, das fällt auf, deutsche Schauspieler wohnen häufig jetzt, also Adolf hat immer schon in Rom gewohnt, aber es gibt jüngere Schauspieler, die wohnen in Paris heute und in Brüssel. Europa wächst zusammen. Hat es einen spezifischen Grund gegeben, dass Sie nach... Was für einen Grund? Einen spezifischen, einen besonderen Grund. Das hat einen rein privaten, rein familiären Grund gehabt. Hat nichts mit Karrierefantasien zu tun gehabt, sondern das war sozusagen der Schnittpunkt vieler, vieler Faktoren, die genau geografisch auf diesen Punkt gewiesen haben. Und deswegen sind wir da hingezogen. Ich würde auf einen gerne eingehen. Ihre Frau ist Jüdin und Sie erziehen Ihre Kinder im jüdischen Glauben. Sie haben Ihre Frau in Amerika, glaube ich, kennengelernt. Ja. Ist es leichter in London, das zu tun, als in Hamburg? Unvergleichlich leichter. Gut. Es ist kein Vergleich. Und es fängt damit an, dass man dort nicht drüber zu reden braucht. Es ist ganz normal. Und es ist mir, wie soll ich sagen, das irgendwie zu thematisieren, speziell in Runden wie dieser, läuft mir jetzt ganz gegen die Strich. Gegen die Haut. Gegen die. Also das ist daher kein Thema für mich, um weiter auszuholen. Schade, weil es im Grunde könnte es doch so sein, dass wir in Deutschland etwas lernen können, zum Beispiel von den Menschen in London. Ja, nein, sie können nichts lernen, weil was du vorhin gesagt hast, Rassismus gibt es überall und der hat nur ein bisschen ein anderes Gesicht. Und Schwierigkeiten gibt es überall, die gibt es in Wien traditionell, aber woanders auch. Ja. Und wie bitte? Auch. Auch, ja. Auch. Und ich meine, da jetzt Deutschland irgendwie besonders werden zu lassen, wieso? Lieber spiele ich mit den Nutten am Hamburger Hauptbahnhof als mit den feinen Söhnchen von der Elbchaussee. So war das. Aber ich meine, ich bin vorgestern zum Cuneo gegangen, das ist ja eine Davidstraße. Und da standen ein paar Nutten rum und mit denen wollte ich auch nicht spielen. Hast du nicht gesehen? Aber erkältet habe ich mich trotzdem. Ich verstehe. Naja. Sie sind also... Ich sage ja von Anfang an, mit dem Feucht und dem allem hier, ich fürchte das Niveau. Sagt er. Also ich meine, außerdem habe ich aber nicht festgestellt, und da glaube ich, könnte ich jetzt zu einer Wende beitragen. Wir sind ja Leute Dienstleister, nicht? Unterhaltungsdienstleister. Und da wir im dritten Jahrtausend sind und man sicherlich von neuen Problemen spricht, gäbe es doch endlich mal die Frage nach der Dienstleistung in Deutschland, nicht wahr? Ob dann einer von uns Dienstleistern in die Politik gehen würde. Das hatten wir gerade vorher diskutiert und alle sagten, nein, danke. Frage. Nicht wahr? Alle sagten nein, danke. Dabei hat man doch neulich gerade festgestellt, dass 8 Millionen Arbeitsplätze in der Dienstleistungsbranche zu vermitteln wären. Aber ja. Der deutsche
bedient lieber Maschinen, habe ich gehört. Stimmt das? Wie sie so die Sendung an sich reißen, findet nicht meine Billigung. Gut, ich weiß, Sie waren. Sie wollen im seichten Gewässer planschen. Ja, ich könnte auch gar nichts anderes. Na gut, dann habe ich mich für verlaufen hier. Oder was? Ja, aber warum schicken Sie dann Alida dauernd Blumen, um in die Sendung zu kommen? Während Wolfgang Job Blumen schickt, um in die Sendung zu kommen, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil wir hätten ihn ja sowieso genommen, muss sich ein anderes Thema überhaupt gar nicht erst anstrengen, um wahrgenommen zu werden, nämlich das Thema Technik, PC, Internet. Ja, wenn Angela Merkel doch 2013 noch gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland, wie ist es dann wohl im Jahr 2000 gewesen? Viele haben vielleicht noch gedacht, das Internet geht irgendwann wieder weg, aber viele andere sind auch total begeistert von der neuen Technologie. Ich habe mich sehr amüsiert, als ich las, dass sie die erste Investition in Westdeutschland ein PC war. Ja. Da wussten wir auch schon, was das ist. Ja. Aber der Kauf war nicht unkomisch, weil sie haben, glaube ich, den Computer ohne Festplatte gekauft, oder? Stimmt. Oder? Und ich werde es mein Leben nicht vergessen, wirklich. Es war so unglaublich. Mein Mann hatte wirklich irgendwie kurz nach der Wende ein Honorar vom Westdeutschen Rundfunk bekommen für einen Film. Ihr Mann ist ein renommierter Drehbuchautor, Michael Illner. Sagen wir es einmal. Danke. Auch das sollte gesagt sein. Und der hatte 1500 Mark bekommen. Und 1500 Mark waren natürlich unglaublich viel Geld. Und es war das Einzige, was wir zur Verfügung hatten. 1500 Mark. Was macht man mit 1500 Mark kurz nach der Wende? Man geht zu und sagt, man möchte einen Computer. Und nun liefen wir wirklich zu zweit immer am Schaufenster hin und her und rechneten uns in Gedanken nicht mit der russischen Rechenmaschine, sondern schon mit dem Köpfchen mal zusammen, wie unser Computer denn eigentlich aussehen könnte, damit diese 1500 Mark reichen. Und dann sind wir da ans Desk gegangen und haben gesagt, wir hätten gern Nummer und mit diesem Nadeldrucker da, diesem ja, kennt jeder. Und ohne Festplatte. Und dann stand dieser Verkäufer wirklich erst mal 10 Sekunden und hat wirklich, also dreimal hintereinander vor sich hingesprochen, ohne Festplatte, ohne Festplatte, ohne Festplatte. Ja. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie dann 25 Disketten da einwerfen müssen, um dieses Programm zu booten? Ja. Ging nach hinten zu seinem Kollegen. Da stehen Leute, die wollen Computer die kommen ohne Festplatte. Aus der DDR. Wollen Sie den wirklich ohne Festplatte? Der war wirklich echt nicht zu beruhigen. Und dann haben wir ihm erklärt, dass wir eben nur diese 1500 Mark zur Verfügung hätten. Und dann hat er wirklich ganz leise und tief deprimiert diese Festplatte aus diesem schicken Computer rausgebaut und hat dann noch gesagt, kommen Sie wieder, wenn Sie die Festplatte bezahlen. Mein neuestes Hobby, ich habe einen neuen Computer gekriegt vor ein paar Monaten. Und seitdem bin ich, also, und der ist richtig fit und flott im Internet. Und das macht total Spaß. Was ich mir vorher nicht habe vorstellen können. Ich habe mir gedacht, ja, also ist, sag ich mal, das ist doch alles wie heißt nur der Boris Becker-Satz? So. Der berühmte? Davon, nein, nein. Ich bin ja schon drin. Viel bin zu schon langsam, drin. Möchte ich mal dazu sagen. Ja? Gell? Das hatte ich erst installiert. Das ist so lahm. Also das kann man gleich vergessen. Da gibt es bessere Anbieter. Also ich meine, ich möchte hier keine Werbung für irgendeinen Anbieter machen oder auch den anderen schlecht machen, aber es ist einfach aber zu langsam ein gewesen. Gutes Gerät. Für mich jedenfalls. Und, aber jetzt, das macht richtig Spaß. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Chaträume zu den unterschiedlichsten Themen weltweit. Also du kannst in Echtzeit mit jemandem in Japan sprechen oder in Vietnam, in Australien, im Outback und so. Was fragt man die denn? Das ist total interessant. Wie ist es denn so im Outback? Ja, ich habe vor 10 Jahren angefangen, ganz klassisch, habe bei einer großen Plattenfirma einen Vertrag unterschrieben, auf eine Nummer hin, die sie ganz toll fanden. Und dann habe ich halt gedacht, naja, übermorgen bin ich Millionär. Heute wissen wir, dass es gut war, dass es nicht so in Gewege gekommen ist. Heute wissen wir, dass es gut war. Sei froh. Heute weiß ich, dass es genau wie du, dass es gut war, dass ich es nicht geworden bin. Ja? Weil mir wäre ganz viel entgangen in den letzten 10 Jahren an Erfahrung, an Lernen, an Lernen, Leute richtig einzuschätzen, Lernen, wenn jemand Käse redet. Lernen, dass man Papiere, die auf dem Tisch liegen, nicht einfach unterschreibt, ohne sie sich vorher durchzulesen, vor allem das Kleingedruckte. Ja, ja. Vor allem in Pizzerien, muss man ganz sagen. Vor allem nicht in Pizzerien. Und dass man vor allem sehr, sehr viel selber machen kann. Ja, also, dass man diesen ganzen Käse mit Management und dass es halt Künstler gibt, die das nicht brauchen. Es gibt welche, die brauchen es, ist klar. Ab einer gewissen Größenordnung wird es auch schwierig, das alleine zu machen. Aber mich hat halt auch interessiert, die Seite selber zu machen.
Ja, und vor allem wollte ich, das habe ich nach 3 Jahren große Plattenfirma und nach 3 wirklich absolut erfolglosen Platten gewusst, ich möchte gerne die Musik machen, die aus mir rauskommt. Und ich möchte nicht jemand haben, der mir gegenüber sitzt am Schreibtisch und sagt, ja, das ist jetzt leider nicht so radiotauglich. Da müssen Sie noch mal ran. Da müssen wir jetzt noch mal ran. Da höre ich keine Single. Also das ist das, was ich nicht wollte. Und ich bin halt jetzt in der Situation, dass ich sage, okay, ich produziere meine Platten selber, verkaufe sie auch selber zum größten Teil, verkaufe sie mittlerweile auch übers Internet, weil mich das einfach interessiert hat, die neue Technologie. Und ich spiele halt sehr, sehr viel live. Also ich habe letztes Jahr 60 Live-Auftritte absolviert. Und, vor vollen Hallen, das muss man ja nochmal sagen. Na, Hallen. Hallen nicht. Clubs. Säle, Clubs. Ja, ich spiele halt am liebsten so Größenordnung 300, 400 und die kriege ich mittlerweile auch schon voll. Wenn man sieht, wie heute durchs Internet gesurft wird und welche Möglichkeiten sich dem Einzelnen bieten, ist dann so eine Weltausstellung noch zeitgemäß? Also meine Erfahrung nach diesen Monaten würde es einem eindeutigen Ja führen. Das will ich auch ganz einfach begründen. Internet spielt eine ganz wichtige Rolle im wirtschaftlichen, aber auch in vielen anderen kommunikativen Bereichen. Im Internet können Sie nicht lachen, keine Gefühle vermitteln. Bier trinken. Ja. Gut, so hat jeder seine Prioritäten. Also ich bleibe mal bei Lachen und Gefühle empfinden. Nein, ich würde auch eine Liebeserklärung nicht auf dem Internet machen. Würde ich auch nicht auf dem Internet machen. Also das heißt, die Menschen haben in einer sehr technischen Welt, so glaube ich, ein wachsendes Bedürfnis der persönlichen Begegnung und des wirklichen, tatsächlichen Erlebens und nicht dieses virtuellen Erlebens irgendwo anders. Ja, durchs Internet kann man weder Gefühle noch persönliche Kontakte pflegen und rüberbringen. Damals wussten wir wirklich noch nicht so ganz genau, was da auf uns noch alles zukommen würde. Ich glaube, inzwischen lernt sich jedes zweite Pärchen im Internet kennen. Was uns besonders gefreut hat, dass wir Norbert Blüm noch mal gesehen haben, der mit seiner Mischung aus Herz und Humor immer ein besonders gern gesehener Gast in der NDR Talkshow war. Schon damals hatte sehr konkrete Vorstellungen vom World Wide Web die Moderatorin und Schriftstellerin Else Buschheuer. Sie beherrschte sogar schon das Vokabular des World Wide Webs. Sie war eine echte Pionierin ihrer Zeit. Wenn ich Else Buschheuer bitten darf, den Blick auf den Busen freizugeben, zumindest und die Kamera, dann sind wir da www, also World Wide Web. My Else. Homepage is my castle. Your homepage is your castle. Wenn ich jetzt das anklicke, ja. Was finde ich denn da? Was? Du willst das anklicken? Ich meine nicht. Das jetzt anklicken. Im Moment ist schlecht. Ja, was finden Sie da? Finden Sie eine elektronische Visitenkarte, da finden Sie ein Internet-Tagebuch, da finden Sie meine Lieblingsbücher, meine Lieblingsfilme, da finden Sie meine Kolumnen. Ich schreibe für den Tagesspiegel eine Kolumne, letztes Jahr fürs Filmfest in München eine Kolumne geschrieben. Da finden Sie Links von Freunden oder Künstlern, die ich, also man verlinkt sich ja man heute. Man verlinkt sich heute. Man verlinkt man sich. Man verliebt sich nicht mehr, man nee, verlinkt sich. Man verlinkt sich. Ich erinnere mich, Christiane Hörbiger war hier und erzählte das auch, dass ihr Sohn in den Staaten sei und studiere und litt und litt und litt, also besonders hinter den Kulissen sagte, ach, das ist irgendwie so traurig, dass er so weit weg ist. Sind Sie denn oft beieinander, obwohl Christiane Hörbiger, glaube ich, auch sehr oft bei ihm ist? Aber er fehlt ihr sehr. Also wir haben uns eigentlich ganz gut abgenabelt. Und da hat er sich eigentlich viel früher abgenabelt als ich. Aber ich stelle so fest, das ist bei mir jetzt auch passiert. Und ich kann ganz gut leben damit, ihn auch mal ein Jahr nicht zu sehen. Und das haben wir tatsächlich letztes Jahr gemacht. Und haben uns wirklich ein Jahr nicht gesehen, haben uns von Weihnachten zu Weihnachten erst wieder gesehen. Und das war okay für mich. Aber wir sprechen viel miteinander, jetzt kann man ja auch so faxen und E-Mail und das lerne ich alles. Die schreiben sich ja hier sogar Liebesbriefe, E-Mails, die Sittlers, die zwei. Ja. Wer? Ja, ja. Kann man das einen Liebesbrief mit der E-Mail machen? Ja, es gibt dadurch ganz verschiedene Formen. Es gibt die mit der Hand geschriebenen Liebesbriefe, es gibt die E-Mails, es gibt die Faxe, es gibt die Telefonnummer. Es erweitert sich nur. Liebesfax. Liebesfaxe von Walter Sittler. Das sind für die vielen weiblichen Fans, Barbara darf ich dazu zählen, das ist der wahr gewordene Traum. Und Alidas Herz damals schlug schneller, hitziger. Völlig zu Recht, wie ich finde. Natürlich reden wir wahnsinnig viel über Liebe. Dafür steht natürlich auch die NDR Talkshow. Das war im Jahr 2000 so und das ist auch heute noch so. Welchen Frauentyp finden Sie denn erotisch und attraktiv? Kommt auf die Augen drauf an. Auf die Stimme, einfach wie jemand redet. Einfach wenn er Interesse hat und warm ist und neugierig und wach. Das trifft alles gemeint, auf ne? dich zu. Es ist berühmt, dass Sie sich in Ihre Filme, in Ihre Kollegen, Ihre
die Schauspieler, die anderen Hauptrollen gespielt haben, immer verliebt haben? Nicht immer, aber sehr oft. Aber immer besonders, öfter. Aber immer öfter. Und das stimmt. Das hat aber komischerweise nicht nur mit dem Schauspieler zu tun, sondern es hatte mit den Rollen zu tun. Und sehr oft habe ich mich in die Rolle verliebt. Und wenn der Film zu Ende war, dann war das auch bei mir vorbei. Also der Schauspieler war dann einfach nicht mehr so attraktiv und nicht so heldenhaft. Wurden die Männer einfach abgelegt? Nicht abgelegt, manchmal wurde auch ich abgelegt. Es war... ja, es ging einfach schneller vorbei. Wenn man jung ist, verliebt man sich doch sehr schnell. Ja, ja, da sagen Sie was. Sie haben die schönsten Augen der Welt. hätte Hitchcock gesagt, der Mann war nicht so doof, das gesagt zu haben. Es gibt so viele schöne Augen in der Welt. Also das hätte der niemals gesagt. Nein, nein, das wurde ihm zugeschoben, aber das hat er nicht gesagt. Recht hätte er. Oh! 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 Wie flirte ich mit Hoheit? Also so, dass Sie sich jetzt, sagen wir mal, nicht in irgendeiner Form bedrängt fühlen. Also ich möchte jetzt unschuldig mit Ihnen flirten, so dass ich auch vor den... Nein! Nehmen wir mal an, Sie laden mich ein und der Hofstaat steht so um uns rum. Und wie flirte ich so, dass der Hofstaat nicht guckt und sagt, wer ist denn das? Also wie flirte ich nach Stil? Ich würde sagen, das kommt immer ganz darauf an, wo Sie sind. Ich meine, hier zum Beispiel könnten wir flirten, indem wir uns anschauen und uns ab und zu zulächeln, vielleicht auch etwas zuflüstern, ohne dass es das Publikum merkt. Verstehe. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, bevor sich Alida schenkt. Also ich muss sagen, ich finde es furchtbar. Also wenn ich meine Hochzeit verkaufen muss, also dann finde ich, also das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist der Tag in meinem Leben, wo ich wirklich privat sein will. Ja. Also ich sag ja zu meiner Frau und nicht ja, weil da hinten einer steht so, hey, kannst du es noch mal sagen, weil wir haben es nicht draufgekriegt. Also tut mir leid. Also. Und dann kommen die immer zum Saufen und zum Fressen an die Journalisten. Also was soll das? Also dann lieber alleine, Freunde, war schöne Fete. Wir sind irgendwie, ich glaube, 9 Uhr morgens sind wir heimgekommen. Also das war schon ein sehr... Was? Mit Braut. Mit Braut, ja, ja. Ja, ja. Wir sahen alle, wir sahen nicht mehr aus wie ein Brautpaar, war klar. Um 9 Uhr morgens ist man dann ja auch schon ein bisschen so. Aber das war eine sehr lustige Hochzeit. Und es ist, ich will auch Wahrheit über Männer und Frauen. Ich möchte schon darüber sprechen, dass nicht immer die Klischees kommen. Heute im Kabarett oder Comedy ist meist so, ein Comedian geht hoch und sagt, ja, die Weiber und irgendwas Blödes. Sondern also, es sollen beide gleichzeitig abkriegen. Und es ist auch Hochzeit. Alle machen immer blöde Nummern über Ehefrauen. Finde ich scheiße. Mhm. Tut mir leid. Ich liebe verheiratet zu sein. Für mich als Katholik zum ersten Mal poppen, ohne schlechtes Gewissen. Bitteschön. Ich habe mich vorher... Ja. Ihr Leben war ja wirklich abwechslungsreich. Sie waren zum Beispiel 5-mal verheiratet. Würden Sie sagen, also heute, ich verstehe die Männer? Ich verstehe die Männer? Nie. Sie haben die auch nach 5 Ehen? Ich liebe sie immer noch. Ja, aber ich bin absolut schwul, ich fliege auf Männer, ja. Aber ich muss sagen, ich liebe sie immer noch. Aber Sie haben sie nie verstanden, oder was? Ich habe sie gut verstanden, aber dann kam mir was Neues. Ach so. Es kam immer was Neues und das war dann wieder prickeliger und dann wollten Sie die Antworten auch von dem neuen Mann. Ich muss sagen, so ein Leben geht schnell vorbei, das weiß ich heute. Mhm. Und ich muss sagen, es tut mir leid, dass ich nicht öfter geheiratet habe. Ja? Meine, dann wäre das ja noch anders gewesen. Dann hätte ich ja gesagt, ja, ja, schön. Probier mal das ein bisschen aus. Aber wenn es mir nicht mehr gepasst hat, dann habe ich halt dem betreffenden Herrn gesagt, du mal, da ist einer, der ist, gefällt mir besser und so. Und die meisten hatten Verständnis. Die meisten haben das akzeptiert. Die kleine Grande Dame Brigitte Mira. Leider verstirbt sie nur 5 Jahre nach ihrem Auftritt bei uns in der NDR Talkshow. Für ihr Liebesleben, meine Damen und Herren, konnte man sie nur beneiden. Sie hat ihre Männer quasi saisonal ausgetauscht, ihre Ehemänner, und hat dafür auch noch Verständnis bekommen. Wie viel Verständnis, liebe Barbara, hast du für dieses Männermanagement sozusagen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin die treueste Seele überhaupt. Genauso wie Lore Strack. Du erinnerst dich an Lore Strack? Witwe des 1999 verstorbenen Volksschauspielers Günther Strack. Und deren Liebesgeschichte war wirklich einzigartig. Seine große Liebe gewesen in diesen 41 Jahren. Ja, aber
zusammen zu bleiben, muss sagen, das kommt ja nicht von selber. Wenn immer Leute gefragt haben, wer auch immer, wie macht man denn das und so weiter, habe ich schon gesagt, das ist harte Arbeit. Mhm. Das ist nicht einfach, das ist einfach harte Arbeit. Ja, Sie mussten auch auf vieles verzichten, denke ich mal. Ne? Ach, na ja, also so viel habe ich, ja, auf die Häuslichkeit, weil ich sehr liebe. Das Nestchen sitzen und so, da habe ich, also das war das große Manko. Hans-Jörg Felmy hat gesagt, ihr Mann hätte die Krankheit einen Sprachfehler gehabt, der hätte nie Nein sagen können. So ist es. Er hat so viel gearbeitet. So, der Hannes weiß das, ja. Und der konnte nie Nein sagen, der Mann, der nie Nein sagen konnte. Ja. Immer dem zuliebe und dann mache ich das noch. Und ach, und der ist doch so nett und ich bin manchmal verzweifelt. Aber was soll man machen? Das war sein Leben. Ja, dann steckt man eben zurück. Ne? Da muss man, sonst geht's nicht. Ja. Vortrennen ist schnell gemacht. Was ist schnell gemacht? Fortrennen. Fortrennen, ja genau. Das ist schnell gemacht. Wir haben ja vorhin auch gehört, Brigitte Mira hatte einen Hang zu jüngeren Männern. Ihr Mann hat gerade vor kurzem seinen 60. Geburtstag gefeiert. Echt? Es war ein sehr großer 26 Jahre Altersunterschied. Echt? War das so am Anfang für Sie so ein Grund, da vorsichtig zu sein? Wie war denn so? Wie meinen Sie vorsichtig? Ja, dass Sie vielleicht gesagt haben, ach, vielleicht doch nicht so enger. Zögerlich. Sehr, ich war sehr zögerlich, ja, das stimmt. Ich habe über ein Jahr, das meiner Mutter verschwiegen. Und das war auch nicht so schwer, weil ich habe studiert in Frankreich damals Medizin. Und ich habe meinen Mann dann immer nur so am Wochenende gesehen. Ich so in einer kleinen Studentenbude und er kam eingeflogen. Es war sehr, sehr verführerisch natürlich. Und dann wurden wir erwischt sozusagen von einer Freundin meiner Mutter in New York. Die hat dann mich mit meinem jetzigen Mann gesehen. Dann bekam ich einen ganz dramatischen Brief von meiner Mutter. So, wenn es Liebe ist, dann ist gut. Aber wenn es etwas anderes ist, dann... Also sie hat fast mit mir gebrochen. Es ist ein Film, den man dringend empfehlen kann. Ich habe ihn gesehen in einer Pressevorführung. Ja, und ich würde sagen, es ist einer der besten Filme, die ich je aus Deutschland gesehen habe. Hubertus, aber ich liebe dich. Manfred, so schnell geht das. Liebeserklärungen prägen das Jahr 2000. Aber da, wo viel Licht ist, ist natürlich auch viel Schatten. Trennungen werden bekannt gegeben, die Geschichte schreiben. Ganz genau. Zum Beispiel Veronika Ferres und Helmut Dietl. Genauso wie Heiner Lauterbach und Jenny Elvers. Oder Susanne von Borjody und Heino Ferch. Und besonders schmerzhaft Babs und Boris Becker, um nur einige zu nennen. Ja. Einen spektakulären Schlagabtausch lieferte sich Yvonne Wusso in der Klatschpresse mit ihrem Ex-Ehemann, mit ihrem künftigen Ex-Ehemann Klaus-Jürgen Wusso. Und in der Talkshow lieferte sie sich diesen Schlagabtausch mit mir. Glauben Sie, dass ein Großteil, oder möchten Sie, dass ich glaube, dass ein Großteil der Interviews, die ich gelesen habe, erfunden waren? Ein Großteil bestimmt, ja. Denke ich schon. Und die schlimmsten kamen weder von meinem Mann noch von mir. Die übelsten Unterstellungen und die schlimmsten Anklagen waren von keinem von uns. Sie haben die Nähe zur Presse ja schon gesucht. Da habe ich Sie zumindest gesehen. Ich habe irgendwann angefangen, mich zu wehren gegen Vorwürfe. Wobei es in dieser Sendung darum überhaupt nicht ging. Wenn Sie sich das anschauen, ich habe meinen Mann nie angegriffen, nie beleidigt, nie schlecht gemacht. Nicht mit einem einzigen Wort. Ab wann lief es denn schief? Die Presse? Bei Ihnen. Das ist so privat. Und ab wann lief es mit der Presse schief? Haben Sie irgendwann das Gefühl gehabt, dass Sie da eine Lawine losgetreten haben, die Sie nicht mehr kontrollieren können? Also ich habe eine Lawine auf mich niederprasseln lassen, ungefähr 4 Monate lang, die ich natürlich nicht kontrollieren konnte. Und es wurde eine absolute Hexenjagd auf mich veranstaltet. Und irgendwann habe ich gesagt, so... Wenn ich jeden Tag 10.000 Mark ausgebe, also heute hatte ich einen ganz schlechten Tag, es waren, glaube ich, noch keine 5, muss man bestimmte Dinge sachlich richtigstellen. Das habe ich getan, ohne Vorwurf. Frau Berben, kann man sich raushalten? Ja. Sein Privatleben raushalten, wie machen Sie das? Also, ich kann es. Und es ist, glaube ich, wirklich eine Frage, wie man damit umgeht oder wie man damit umgehen möchte. Ich möchte definiert werden über meinen Beruf. Und natürlich wissen wir alle, dass wir auch in einer Medienlandschaft und Gesellschaft leben und es gibt gewisse Spielregeln. Die versuche ich aber sehr genau zu steuern. Und mein Privatleben
ist tabu. Und ich kann dazu nur sagen, mir ist es absolut unverständlich, über privateste Probleme, Situationen deines Lebens an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist etwas, das hast du im Griff. Und das kann mir auch keiner erzählen. Das ist, man möchte es oder man geht damit an die Öffentlichkeit oder einer geht damit und es mag sich aufschaukeln. Aber es ist eine Entscheidung, die man trifft. Ich glaube auch zunächst, stimme Ihnen zu, ich glaube, dass die Boulevardpresse nicht Schuld hat. Ich setze mal diesen provozierenden Satz in den Raum. Denn wenn ich mir das Leben von Frau Privatleben von Frau Berben angucke, was ich mir nicht angucken kann, weil ich kenne es nicht, oder wenn ich sehe, dass auf Frau Wusso trifft das wahrlich nicht zu. Aber ganz oft sagen unsere Gäste, Privates bitte nicht. Ja, das stimmt. Aber umso schöner ist es doch dann, wenn in der Runde sich der Gast so wohlfühlt, dass er dann doch vielleicht das eine oder andere erzählt, was er ursprünglich gar nicht erzählen wollte. Stimmt. Sie haben darunter gelitten, als Sie klein waren, ein Kind waren, dass Ihr Vater sich nicht wirklich für Sie interessiert hat. Oh, ja. Sie haben heute zwei Kinder aus zwei verschiedenen Verbindungen. Diese russische Tochter und mit Ann-Kathrin Kamer haben Sie einen kleinen Jungen. Aber mit beiden Frauen leben Sie nicht mehr zusammen. Meinen Sie nicht, dass Ihre Kinder Ihnen diesen Vorwurf auch eines Tages machen? Ja, das könnte gut sein. Ja, ich versuche das zu vermeiden. Ich glaube, dass es zum Leben von uns allen gehört, dass man sich trennt, wenn man sich nicht mehr liebt oder wenn andere Dinge dazwischen kommen. Und dann Blutbruderschaft macht. Auch dann kann das passieren, dass man nicht zusammenbleibt. Und wenn Kinder da sind, dann ist es sehr kompliziert, weil Kinder sind wirklich, also es ist eine Binsenweisheit, aber ich sage sie auch nochmal, weil ich weiß, dass es stimmt, die da am meisten drunter leiden und am wenigsten von dieser Trennung haben. Und so alt sind sie meistens noch nicht, dass man ihnen erklären kann, dass das nicht nur so stimmt. Und was damals so ein bisschen mein Eindruck war, dass mein Vater, ich glaube, dass der mich sehr, sehr mag und sehr, sehr geliebt hat auch und das auch heute noch tut. Aber ich glaube, er hat nicht sehr viel mit mir anfangen können. Und das ist ein bisschen anders bei mir. Ich liebe Kinder sehr in jedem Alter, jetzt nicht nur meine eigenen, ich schaue auch gerne zu, wie Kinder spielen. Bin immer mit dem Kopf links und rechts, wenn irgendwo was passiert mit Kindern. Ich liebe die sehr und hätte, auch wenn es nach mir gegangen wäre, mit 16, 17 schon eins gerne haben können. Und aber da waren Sie noch Schreiner? Da war ich noch Schreiner, ja. Und obwohl, auch als Schreiner kann man... Seit 54 sind Sie eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. In Amerika gedreht, pardon. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Ich hab in Amerika einen kleinen Eindruck hinterlassen und ich habe ja, nachdem ich den Golden Globe gewonnen habe, geheiratet und Kinder gekriegt. Genau, das war mir wichtig. Entschuldigung, ein amerikanischer Beitrag sind deine beiden waren Töchter. Und die Töchter sind mir viel lieber als der Golden Globe. Ich kann mit denen auch mehr anfangen. Aber das bedeutet, es bedeutet aber nicht, dass ich irgendeinen Preis, also dass ich das schlecht mache oder so. Also wir lernen, Sie haben in Amerika nur einen kleinen Eindruck hinterlassen, dafür gleich den Golden Globe bekommen. Dann freuen wir uns, dann freuen wir uns in Zukunft auf die größeren Eindrücke, die Sie hinterlassen. Sie sind verheiratet wieder, ganz entzückende Frau und haben 3 Söhne und eine klitzekleine Tochter. Ja. Und ist das jetzt irgendwie, das ist irgendwie was ganz Frisches? 10 Monate, fast. 10 Monate. Und die Kinder, kommen die alle gut miteinander aus, auch mit so einem... Die kommen sehr gut aus miteinander, ja, klar. Und es ist auch eine verteufelt schöne Aufgabe, weil das ist... Ein Sack Flöhe hüten, ist nichts dagegen. Das macht mir einen Höllenspaß, ja. Haben Sie denn davon überhaupt noch was, wo Sie dauernd weg sind? Also ich meine, also Ihre Flöhe so hütet doch Ihre Frau. Also ich bin nicht so viel weg, wie Sie glauben. Und, wenn ich es möglich machen kann, fahre ich auch nach jedem Job nach Hause wieder abends, um dann einfach am nächsten Morgen mit Ihnen gemeinsam zu erleben. Aber das ist ein spannendes Gefühl, Menschen groß werden zu sehen und ein schönes Gefühl, Verantwortung zu haben für sie. Das muss ich wirklich sagen, das ist ein sehr erfüllendes Gefühl. Sind späte Väter bessere Väter? Das würde ich nicht so hinstellen, aber ich würde sagen, Sie sind vielleicht bewusster, weil Sie sagen wir, nicht mehr so auf der Jagd sind, sondern Sie können ausruhen, mal genießen. Er ist vom Lebemann zum Hausmann geworden, hat er. Das ist nicht lieb von Ihnen gesagt. Nein, das ist ja auch nur mal so ein kleiner frecher Schlenker. Vom Verrückten zum Vater. Von der Familie haben Sie gerade gesprochen, Sie sind mit Elena verheiratet, eine ganz wunderbare Frau. Und, danke. Haben 2 erwachsene Kinder und jetzt sind sie
wie Roland Kaiser noch mal Vater geworden von einer sogenannten Zuckergranate. Ja, so nenne ich Johannes den, nennt Herr Hallervorden Zuckergranate. Der ist jetzt 17 Monate alt, ne? Er ist 16? Ein Jahr, 5 Monate, 6 Tage und gleich ja, noch, also 11 Stunden. Sie zählen immer noch Stunden. Wie ist das eigentlich jetzt auch so für Ihre Kinder? Sind die jetzt Geschwister von dem Baby oder ist da so ein riesengroßer Abstand? Ja, also meine Tochter unterrichtet an der Universität in London und mein Sohn ist, glaube ich, in Bochum jetzt gerade aus Moskau zurückgekommen. Wir sehen uns eigentlich wenig im Moment, ja. Mhm. Aber mit Sicherheit ist die Geburt dieses kleinen, süßen Sohnes und die Tatsache, die ich ihn habe, das Größte, was mir im Leben passiert ist. Und vorhin hatte Hubertus das auch mal gefragt, ob das anders ist jetzt mit diesem Nachkömmling. Sind Sie da ein strengerer Vater oder ein liebevollerer Vater? Machen Sie alles ganz anders als bei den ersten Kindern? Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, die Einstellungen haben sich geändert. Also ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, vor 40 Jahren bei der Geburt dabei zu sein. Muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das war so, man lieferte die Frau im Krankenhaus ab, dann stellte man das Telefon neben das Bett, legte sie schlafen und um 4:45 rief der Chirurg an. Nee, der Chirurg nicht. Der Gynäkologe an und sagte, also gratuliere Ihnen, Sie sind Vater einer Sohn und Tochter, hat man einen Dank gestammelt und hat sich aufs Ohr gedreht und weitergeschlafen, ja. Also für heute. Und heute sind Sie mit in den Wehen da. Ja, quasi. Natürlich, klar, dabei gewesen. Zumal meine Frau in Frankreich entbunden hat und ich ein bisschen auch Dolmetscher spielen musste. War auch ganz süß, weil war so eine Hebamme dabei, die so ein bisschen Deutsch sprach und sagte, wissen Sie schon, was es wird? Ein Mädchen oder ein Kind? Sie haben eine Karrierepause gemacht. Sie möchten nicht so ganz gern über Ihre Kinder erzählen, aber die Frage sei dennoch gestattet, haben Sie dort draußen auf dem Land dann irgendwann auch die Bühne vermisst? Ja, ich habe die Bühne eigentlich nicht vermisst sofort. Es war auch eine sehr schöne Zeit, die Kinder großzuziehen. Ich wusste ja, irgendwann kehre ich ja wieder zur Bühne zurück. Und irgendwann, wenn der Punkt dann kommt. Und vor 4, 5 Jahren war es dann soweit. Und mein Anliegen war erstmal auch Konzerte machen zu können. Also live auf der Bühne zu singen, diese 2 Stunden. Dass man so eine gewisse Dramaturgie in ein Programm reinbringen kann, in verschiedenen Sprachen singen und ein Programm selbst aufzubauen. Und das habe ich dann auch gemacht. So ganz langsam. Gehen Sie auch manchmal nachts an den Kühlschrank? Ja. Stehen Sie auf und... Aber ich? Ja, aber definitiv, ja. Nun liegt der Verdacht da, dass so schlank wie du bist, dass in dem Kühlschrank nichts drin ist. Nein, natürlich zu Hause. Ich habe ja auch Kinder. Der Kühlschrank ist immer voll. Und ich finde auch immer etwas zum Essen. Also. Alida hatte die Vermutung, in der Redaktion zu uns wieder ein Salatblatt drin legen. Dann gehst du wieder zurück. Und meistens, ja, nein, ich esse gerne irgendwas. Dann Käse, Brot, irgendwas. Ja. Also das steigert dann nicht die Kondition nachts, muss man sagen. Unterschätzt eigentlich der Ehemann die Kochkunst? Also es sei eine, das stand in einem Artikel, dass die meist unterschätzte Begabung sei meine Kochkunst. Nein, das habe ich so eigentlich nur so gesagt. Das war eigentlich ein humorvolles Interview oder ein lustiges Interview. Nein, eigentlich nicht, aber er mag doch meine griechische Bohnensuppe nicht und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Ich als Frau liebe besonders die Diskussion über Kind und Karriere. Haben wir damals schon diskutiert, machen wir immer noch. Ja. Und starke Frauen gab es damals schon. Vergessen Sie nicht, im April 2000 wurde Angela Merkel zur Bundesvorsitzenden der CDU gewählt. Und damit war sie die erste Bundesvorsitzende einer deutschen Partei. Genau, dass Frauen wollen und was sie wollen und was sie vor allem können, das haben wir damals diskutiert, machen wir heute immer noch. Ich entlasse Sie nicht aus dem Gespräch. Nein, okay. Mit dem Bekenntnis zunächst, dass ich mit dem Satz natürlich Bauknecht weiß, was Frauen wünschen, aufgewachsen ist wie die meisten. Und was ich nicht wusste, und das müssen Sie bitte erklären, dass er für frauenfeindlich gehalten worden ist und deshalb abgesetzt. Und warum ist der um Himmels Willen frauenfeindlich? Ich meine, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Ja, nun, es ist ein Kultspruch, ich gebe es zu. Es wurde dann ja sehr eingesetzt und irgendwann kamen ja die feministischen Bewegungen in Deutschland und man sagt, es ist also ein Anspruch, der ist nicht legitim. Da werden die Frauen verdummt, sie werden als die dummen Frauchen im Haus gehalten, die also auf Bauknecht warten. Und insofern hat man irgendwann mal gedacht, es wäre wohl sinnvoller, man würde da nicht mehr drauf zurückgreifen. Also man hat freiwillig drauf verzichtet. Weil in den 80er Jahren war dann der Protest so stark von den Frauenvereinigungen, dass man gesagt hat, es entspricht nicht mehr
den Gegebenheiten, dem Zeitgeist. Es hätte wahrscheinlich Baumarkt. Es ist aber nicht tot zu kriegen und es weiß noch immer jeder. Dieser Spruch ist immer noch. Tut mir leid. Er kommt wieder, es ist, aber er ist nicht mehr, er wird nicht mehr benutzt für die Werbung. Ist er geschützt? Frau? Ja, aber er wird nicht mehr benutzt. Er wird nicht mehr benutzt. In den Medien haben Frauen sich behauptet, aber über Frauen sprechen soll man trotzdem nicht. Ja, das ist ja eine sehr interessante Erfahrung, die ich auch immer mache. Das passiert mir, das ist schön, dass ich hier trotzdem drüber reden darf. Es passiert mir sogar oft, dass ich natürlich... Ich daran, dass ich eine Frau bin. Das passiert mir sogar manchmal, und das auch in sehr aufgeschlossenen Kreisen, dass ich sozusagen als die Paradefrau eingeladen werde. Also muss auch eine Frau her und am besten noch eine Frau, die für Frauen den Mund aufmacht, dann nehmen wir doch die Schwarze. Und dann soll ich anscheinend da sitzen wie Barbie und den Mund halten. Weil wenn ich dann anfange, sozusagen über den Blick von Frauen auf die Welt zu reden, und dabei geht es ja nicht nur um Frauen, geht es auch um Männer und Kinder, und da geht es um die ganze Welt, geht es nicht um die Frauenecke und auch nicht nur um Frauenthemen, geht es um unseren Blick auf die Welt und unsere Haut und wie wir darin stecken, dann wird dann plötzlich gehüsselt und panisch geguckt. Und da fängt die schon wieder mit ihren Frauenthemen an. Ja. Lass doch mal den Maske erzählen, wie er die... Das macht. Frau Schwarzer, es gibt ja auch wirklich Auswüchse bei den Männern, die einen schon erstaunen. Wie ist denn dieser Mann von heute? Man hört also impotent und stirbt früh und noch schlimmere Sachen, oder? Naja, der Arme, wenn er früher stirbt, ist ja nicht so ein Auswuchs. Das ist schon ganz interessant, dass die Männer früher sterben. 7 Jahre früher und niemand weiß warum. Ich habe ja so eine kleine These, also an den Genen kann es nicht liegen. Ich glaube, dass die einfach am Männlichkeitswahn sterben. Dass sie einfach... Ja, dass sie einfach... Ich glaube, das ist für einen Menschen so ein Stress, andauernd so zu tun, als sei man ein echter Mann, dass man irgendwann einen Herzinfarkt bekommt. Aber Frau Schwarzer, ich muss Ihnen auch mal was sagen. Auf der einen Seite... Du kannst protestieren! Mein Lieblingsmacho! Also das mag ja sein, aber auf der anderen Seite habe ich nie so viele Frauen gesehen wie im Moment, die sich so sexy, so provokativ, so... körperbetont anziehen. Ich begrüße das. Also das ist keine Sie meinen, Kritik. Das ist das, was aber Herzinfarkt treibt. Das kann sein. Nur darum stirbt nicht, ist das nicht eine merkwürdige Situation? Auf der einen Seite dieser Wunsch nach einer wirklichen Gleichberechtigung und dass Männer nicht immer sofort sozusagen auf die primären Sexualreize reinfallen. Aber auf der anderen Seite gibt es Frauen, die ziehen sich so an, dass ich völlig vergesse, was ich denn eigentlich erzählen will. Gleich hinlegen, ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen. Ach, da gab's überhaupt nur Nein. Führen Frauen anders? Denke ich schon, ja. Also, Sie dürfen mich nicht mit anderen Frauen vergleichen. Ich, warum? Ja, weil es so wenig von mir gibt in dieser Sorte, also in dieser Höhe oder in diesen Positionen. Ich denke mal, wir reden so lange, bis das Thema durch ist. Wir stimmen nicht ab, Minderheit oder Mehrheit. Sondern es müssen alle hinterher stehen und müssen zu ihren Leuten gehen. Auf der anderen Seite kann ich auch ganz schön mit der Faust auf den Tisch knallen. Das muss ja dann auch sein. Das muss ja auch durchkommen. Und ich kann auch mal Leute anbrüllen und die dürfen zurückbrüllen. Es ist noch keiner bei mir gegangen, weil gebrüllt worden ist. Sondern? Ich nehme an, die würden eher gehen, wenn ich nicht mehr brüllen würde. Weil sie sagen würden, jetzt wird es gefährlich. Wenn die Alte nichts mehr sagt, dann ist es aber wirklich gefährlich. Helmut Kohl hat Ihnen ja auch richtige Verbote erteilt. Es gab dann so etwas wie blaue Briefe. Was kann man darunter verstehen? Also die blauen Briefe enthielten nicht Verbote. Also übrigens waren die nicht blau. Ich habe die immer blau genannt. Ja, ja. Die waren weiß. Und zwar, wenn er sich über mich geärgert hatte, dass ich in der Öffentlichkeit etwas gesagt hatte oder eine Politik betrieb. Ich nenne mal Beispiele, damit das nicht so abstrakt blieb. Ich dachte, ich sei geholt worden für eine modernere Familien- und Frauenpolitik. Mhm. Aber sie sollte zwar modern sein, aber auch nicht zu modern. Und wenn ich dann eintrat für Kinderbetreuung, heute sagt es jeder, aber damals bekam ich dann waschkörbeweise Briefe, wo gesagt wurde, Kinder werden von ihren Müttern betreut und das ist keine CDU-Politik. Dann schrieb er mir, was ich da denn wieder angestellt hätte. Ich möchte das doch zurückhaltender betreiben. Aber ich kann Ihnen nur sagen,
Sie können nichts bewirken, wenn Sie alles auf die lange Bank schieben. Und wenn es zu zurückhaltend wird, dann passiert überhaupt nichts. Manchmal muss man auch nach vorn gehen. Und dann kriegte ich solche blauen Briefe. Jetzt wollte ich unbedingt noch mal eines mit Ihnen besprechen, das ist diese Augengeschichte. Es wird Ihnen ja immer nachgesagt, dass es so, dass Sie bei Ihren Gesprächspartnern den Augenkontakt so intensiv suchen, dass der Wolfgang Gerhardt dann auf die Kette guckt. Nee, dass er wie hypnotisiert ist. Dem ist das dann offensichtlich ein bisschen nach unten gerutscht. Aber ansonsten soll man so im Auge bleiben. Ist das nur eine Taktik oder ist das? Aber wir machen das doch auch. Ja, aber das ist nicht so hypnotisch. Also ich gucke Sie an, weil ich jeden Gesprächspartner Nee, ich gucke nicht hypnotisch. Nee, ich gucke eben auch jeden Gesprächspartner so, an. Ich finde es immer ganz unglücklich, auch wenn ich selber interviewt werde. Ja, wir haben so saumend gesprochen und so. Ja, das ist aber, dafür kann ich nichts. Also ich halte es da mit der Geschichte mit dem Tausendfüßler. Man macht die Dinge, aber man soll nicht so genau darüber nachdenken, wann man welchen Fuß bewegt. Also ich kann nichts dafür. Ich bin der Meinung, wenn man mit jemandem redet, muss man ihm in die Augen gucken. Ich finde, dass Sie auch mehr Frau bei sich zulassen. Ich finde, Sie sind viel weicher geworden. Wie meinen Sie denn das jetzt? So irgendwie so optisch. Ich verstehe es nicht. Ist das irgendwie so, ich finde, Sie haben sich so ein bisschen verändert. Ich bin 10 Jahre älter geworden, das wollen Sie sagen. Aber schöner. Danke, Sandra. Frau Gundler, vielen Dank. Der letzte Abend, als Sie noch 49 waren, wie war der? Ich war gebettet mit meinen Freunden und meiner Familie, was mir eben auch sehr wichtig ist. Und es ist ja was ganz Merkwürdiges. Es ist diese Zahl. Und natürlich könntest du eigentlich du könntest 2 Jahre früher nehmen, du könntest 3 Jahre später nehmen, dass man sich mit bestimmten Zahlen einfach sofort auch in so eine Situation bringt, Fazite zu ziehen oder seine Philosophie oder seine Lebensphilosophie zu überdenken. Ich war aufgeregt, klar, ich war ziemlich aufgeregt. Und dann ging es schnell, es hat nicht mal geruckt irgendwie. Mit diesem jugendlichen Heißsporn Alida diese Sendung moderieren zu dürfen. Ich habe das Gefühl, dass generell... Ich habe generell das Gefühl, dass das Verhältnis von Frauen zum Älterwerden ein völlig neues ist in dieser Zeit, als es noch vielleicht vor 10, 20 Jahren war. Ja, ich rede vor allen Dingen nicht über Vitamin E, das mich so jung erhält, du. Na, über die Pillen, die ich alle nehme, rede ich ja auch nicht. Das ist nein, ich glaube schon, dass es einfach sich verschoben hat heute. Merkst du ja schon. Innerhalb meines Berufes merkt man es an der Möglichkeit der Rollenwahl. Und der Männerwahl, Markus Koch. Ja, zum Beispiel. Ja. 29, Sie sind so alt wie mein Sohn, was mich nicht davon abhalten würde. Wie steht's mit dem Älterwerden? Tja, was soll ich machen? Sagen Sie mir die Alternative dazu. Die Frage hat einen Hintergrund dahingehend, dass Sie in einem Interview gesagt haben, ich bin eine begeisterte Älterwerderin. Ja, das klingt jetzt so, als würde ich jeden Morgen vorm Spiegel stehen und sagen, juhu, wieder älter geworden. Nein. Also, ja, so klang es in der Tat. Und das hätte ich gerne nachgefragt, ob es denn so sei. Ich wehre mich nicht dagegen. Ja. Ich wehre mich nicht dagegen und ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich finde das sehr schön. Ich genieße es eigentlich. Ich finde es herrlich, dass man nicht mehr alles mitmachen muss und trotzdem das Gefühl hat, man versäumt nichts. Ich finde es wunderbar, dass man freier wird, dass man... Also ich genieße es. Ich genieße es. Noch genieße ich es. Vielleicht kommt irgendein Montag, wo ich sage, jetzt reicht's mir. Aber bis jetzt noch nicht. Ich finde es schön. Ja. Und ich entdecke täglich vieles daran. Ja. Und viele hier werden mir doch recht geben. Ja. Das ist doch nicht nur schlimm. Nee. Also. Die großartige Nicole Heesters hat natürlich recht. Ob man älter wird, kann man sich nicht aussuchen. Was man sich aber aussuchen kann, mit wem man diesen Weg geht, mit wem man älter wird. Ja, und viele glauben ja, ein probates Mittel gegens Älterwerden ist, sich einfach mit viel, viel jüngeren Menschen umgeben. Ob es klappt, ist noch nicht so ganz sicher. Sky Dumont war damals bei uns in der Sendung und er war kurz vor der Hochzeit mit der 28 Jahre jüngeren Mirja. Und ich meine, aus Alidas Fragen herauszuhören, dass sie nicht ein besonderer Fan dieser Verbindung ist. Wenn Sie zum neuen Drehort gehen, so mit Vorurteilen, die Frauen sagen so, also dem will ich es mal zeigen, diesem Frauenhelden, bei mir landet der nicht. Und die Männer sagen, der hat die Rolle doch sowieso nur wegen seines Aussehens gekriegt.
Weiß nicht, müssen Sie die Frauen fragen. Also ich frage Sie, Sie merken das doch, weiß ob die... Weiß ich nicht, nein, die müssen die Frauen fragen, wie sie mir gegenübertreten. Ich gehe zur Arbeit und habe meinen Text gelernt und dann fangen wir an zu probieren und ich überlege jetzt nicht, welche Vorurteile man... Ich meine, ich habe ja auch Vorurteile gegen manche Menschen und die werden nun nicht sehr oft bestätigt. Man liegt ja da sehr oft falsch. Also ich glaube, also jemanden in der Schublade... dazu, glaube ich, sind wir beide schon zu alt, als dass man Leute in Schubladen steckt. Ach, Sie sind doch noch viel jünger als ich, Herr Dumont. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Aber also diese ganze Geschichte so mit dem Aussehen, das ist ja schon sowas, was Sie geprägt hat, also auch Ihr Image geprägt hat. Sie wurden auf bestimmte Rollen festgelegt und auch bei Nicole Kidman, da waren Sie ja der Bo, der mit dem Champagnerglas da in der Gegend steht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch mal so also, Vorurteile sieht ja auch klasse aus. Da muss ich natürlich jetzt mal total sagen. Also, das kann ihn ja vielleicht auch stören. Das, ja. Ja, weiß man echt ja nicht. Ob er naja gut, also klar habe ich einen Fuß in diesen Beruf bekommen durch das Äußere, aber ich meine, also muss ich gleich sagen, ich glaube nicht, dass Stanley Kubrick mich wegen meinem Äußeren besetzt hat, weil den hat er in England und in Amerika 22.000 Mal haben können. Da muss ich mich schon wehren. Der hat ich habe ja das gar nicht gesagt. Doch, natürlich haben Sie es gesagt. Stanley das haben Kubrick Millionen Zuschauer hoffentlich gehört. Erzählen Sie nein, wieso? Man dreht aus irgendwelchen, Seele. Na klar, haben wir das nicht alle. Man dreht aus egal welchen Gründen, weil jetzt gerade Volker Schlöndorff den Glöckner von Notre Dame sucht, dann wird einer engagiert wegen seinem Puckel. Und wenn ein Bon Vivant gesucht wird, dann wird er halt gesucht, weil er graue Haare hat. Also, aber ich wollte Sie wirklich gar nicht kränken. Und ich finde echt? Ja auch, dass Sie sehr gut aussehen. Und ganz bestimmt engagiert Sie keiner wegen des Aussehens. Ich habe nur gedacht, es könnte Sie gesagt möglicherweise auch stören, dass man sagt, also so langsam, so, Sie sind jetzt 53, dass Sie vielleicht sagen, ich würde ja ganz gerne auch mal ein paar Falten mehr kriegen und ich möchte gar nicht mehr so schön sein. Das also die Falten kriege ich ja von alleine, das ist ja, ja aber vielleicht praktisch. Begrüßen Sie sie im Gegensatz zu vielleicht Andrea Kiewel oder Fritzi Haberlein. Das ist wahr. Ich weiß genau, auf was Sie hinaus wollen. Ich habe mal gesagt, ich freue mich über jede Falte, sie nimmt die Glätte, na klar tue ich das. Bei Ihnen ist das so, dass also auch ein paar Blessuren einzustecken waren. Ihre dritte Ehe mit Cosima von Borgia, die ist zerbrochen. Das lassen wir, da müssen wir nichts ahnen, das steht in allen Zeitungen. Aber das Problem ist ja wohl eher, dass Sie sehr große Sehnsucht nach Ihrem Sohn haben und den nur ganz selten sehen können. Also für Ihren Wunsch, den Sie haben, zu selten. Das ist ein Problem, das haben viele Väter. Ja. Er ist in Paris. Er lebt in Paris und ich versuche ihn alle zwei Wochen zu besuchen. Dann fahre ich dorthin, das muss man sich vorstellen. Ich gehe also dann ins Hotel und hole meinen Sohn von der Schule ab. Und dann verbringe ich also dann drei Tage mit meinem Sohn im Hotel. Wenn es regnet, mit der Klebepistole auf dem Boden, weil bei Disney World waren wir schon sehr oft. Aber ich muss dazu sagen, dass ich da doch auch wiederum privilegiert bin. Ich kann es mir leisten, A, jedes zweite Wochenende nach Paris zu fliegen. Das kann sich sehr viele Menschen, sehr viele Männer nicht tun. Ich kann mit ihm jeden Tag telefonieren und ich kann mir frei nehmen, wenn er Ferien hat, dass er bei mir ist. Also insofern geht es mir, was das betrifft, besser als sehr, sehr viel. Also Sie lehnen auch schon mal was ab zugunsten von Justin? Immer. Wenn mein Sohn Ferien hat, dann drehe ich nicht. Dann drehen Sie nicht. Aber vielleicht kommt die Mutter dann wieder ein bisschen dichter zu Ihnen, trotz der... Ich meine doch nur in der Nähe, geografisch. Ach so. Geografisch. Da stiftest du keinen Frieden. Sie haben ja alle ihre Frauen gegen ganz junge Mädchen eingetauscht. Da wollen sie natürlich nicht wieder die alten Frauen zurückhaben. Danke, Sky Dumont. Nun ist es so, dass Sie wahrlich Grund haben, Selbstvertrauen zu haben. Aber wo ist da die Grenze? Lieber Gott, nimm es hin, dass ich was Besonderes bin. Und gib ruhig einmal zu, dass ich klüger bin als du. Preise künftig meinen Namen. Denn sonst setzt es etwas Amen. Sie sind ja im Grunde äußerlich der ideale Schwiegersohn. Also innerlich der Rebell. Ja, das habe ich mich auch entwickelt. Das war nicht immer so. Nein? Also, nein, nein. Früher waren so Leute, wie Sie da eben gesehen haben, so mit Brille und steifem Kreuz und so, waren damals nicht unbedingt der Schwiegersohn. Schwiegersohn sind Sonny Boys, sind nette Jungen. Schwiegersöhne müssen auch der Mutter gefallen. Also der, also der Schwiegermutter, ja, die muss da was dran. Ja, die denkt nicht immer nur an das, dass die Tochter versorgt ist. Die muss sich auch vorstellen können, dass die Tochter
glücklich wird. Und so sah ich nicht aus. Aber Jochen, ist Ihnen auch schon manchmal passiert, dass Schwule Sie für einen der Ihren halten? Ja, jetzt wurde es alles so veröffentlicht. Ja. Weil da packen wir richtig aus jetzt, ja, ne? Ja, ja, das ist klar. Das war mir auch klar. Aber erstens mal muss ich dazu sagen, habe ich eine Diktion, die natürlich schon auch aus meiner Heimat kommt. Sprechen bei Ihnen zu Hause alle so? Nein. Sehen Sie? Ich komme ja aus Ostwestfalen. Das ist Ostwestfalen, das ist Paderborn. Mulde, das ist... Paderborn, das ist eine Börde. Nein, also ich komme aus dem Sauerland, das ist schon ein wenig ähnlich, aber dieses Sauerland, das spricht sehr vorne. Ja. Und die homosexuellen landläufige Parodie geht auch so. Also ist ja... Deutschland, wie jedes Land, also der Schlichtheit, mischt ja sowas immer gern und differenziert da nicht groß. Ah, der spricht vorne, das ist eine Tunte, das ist klar. Ne? Dann wissen wir, den haben wir abgestellt. Das hatte man auch nicht ungern, weil jeder Nicht-Homosexuelle ist ja in jugendlichen Kreisen möglicherweise ein Rivale. Ja. Ich war schon mal weg für die. Und das hat mir große Erfolge eingebracht. Ja, ja. Da war, konnte ich nicht, sagen, also mir hat man alle Freundinnen anvertraut, weil sie gedacht haben, da kann nichts passieren. Ja. Aber sie würde alles tun. Also sie wartet auf die Green Card eigentlich und würde zu gerne in die Staaten gehen, um was zu machen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich noch ein Tagline jünger bin als er. Nur ein Tagline. Ich mache bei der Green Card Lotterie mit, so wie Millionen andere Deutsche auch. Ich hätte gerne, ich muss nicht immer Fernsehen machen, ein schwules Bed and Breakfast in San Francisco. Und Sie könnten der Portier sein. Er weiß nicht, ob er sich freuen soll. Er sieht nicht geschmeichelt aus, Andrea. Also ich wollte immer Olympiasiegerin werden, immer. Mein ganzes Zimmer war tapeziert, so wie heute die Kids Popstars an der Wand haben, mit Cornelia Ender und Roland Matthes. Das waren unsere Steffi Graf und Boris Becker. Dass man sich dafür anstrengen muss, das hatte ich vergessen. Und ganz am Ende gab es kaum einen Morgen, an dem ich nicht geheult habe, weil Leistungssport in der DDR bedeutete einfach 18 bis 20 Kilometer am Tag schwimmen, auf und ab. Ich wusste genau, wie viel Kacheln der Beckengrund hat. Chlorwasser, im Sommer hatte ich grüne Haare. Es war hart. Und die Besten schaffen es. Und die dort jetzt in Sydney für Deutschland schwimmen dürfen, sind einfach die Besten. Und die, ja, vor denen stehe ich auf und ziehe meinen Hut. Ich habe letztendlich, das letzte bisschen innere Schweinehund nicht überwinden können. Und es musste, um ganz nach oben zu kommen. Haben Sie denn hier auf dem Podest gestanden? Ja, oft. Ja? Ach, ich habe, weiß nicht, 400 Spartagerde-Medaillen. Mein Sohn hat alle Bänder abgeschnitten, zusammengeknotet und jetzt liegt es auf dem Müll. Und zu Hause auch mal geübt, ja? Wie das so ist auf dem Podest? Ja, ich mir bei Ihnen abends, vorstellen. So abends, wenn Podest ich dann allein in meinem Zimmer war, bin ich schon auch mal auf mein Bett gestiegen, habe leise die Hymne gesummt und geübt, wie man mir gratuliert. Moderatorin Andrea Kiewel hat die Medaillenübergabe auf dem Bett geübt, was ganz komisch ist. Für viele wurde das aber Realität, denn es war ein sportliches Jahr, das Jahr 2000. Es waren die Olympischen Spiele in Sydney, es war die Fußball-Europameisterschaft in den Niederlanden und in Belgien. Schlecht für Deutschland gelaufen. Richtig, Barbara hat recht, wir sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Ganz genau. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal einen Spitzensportler an, der damals auch bei uns zu Gast war, nämlich Michael Groß, genannt Albatros. Denken Sie nicht, dass das dann, wenn Sie da sind, wieder Erinnerungen weckt, zum Beispiel, wie Sie das als Aktiver erlebt haben? Wie hat das auf Sie gewirkt, die Olympischen Spiele? Das ist was ganz anderes. Ich habe Olympische Spiele als Aktiver, als Journalist, als normaler Zuschauer, als, ich sag mal, Teilnehmer, also Sponsorteilnehmer erlebt. Und die Intensität eines Sportlers, die kann man nicht als Journalist, schon gar nicht als Zuschauer erleben. Also beispielsweise dieses Thema Olympisches Dorf. Wer möchte, kann wirklich dort die Welt, es sind ja immerhin 180 Nationen bei Olympia, und diese 180 Nationen wohnen in einem kleinen Dorf, dem Olympischen, zusammen. Und wer möchte, kann wirklich hier ein Multikulti pur erleben, in dem Olympischen Dorfkino, in der Spielhalle. Also gibt es super Geschichten, und die sind bei mir auch hängen geblieben. Also wenn Sie mich fragen, wie das damals war, Los Angeles 1984, Olympiasieger zum ersten Mal auf dem Treppchen gestanden, ich weiß es nicht. Ich weiß aber ganz genau, wie mich der kuwaitische, was weiß ich, Leichtathlet bei irgend so einem blöden Pac-Man-Spiel da geschlagen hat. Ja? Ja, und wir haben dann, also wie gesagt, das sind so Erlebnisse, die mehr hängen bleiben als jetzt so normales Hin- und Herschwimmen. Ja, aber trotzdem schaut man sich das ja wahrscheinlich an. Erwarten Sie eine Medaillenflut für deutsche Schwimmer? Hat Nein. Franzi noch eine Chance? Hoffe ich, ja. Also ich würde es ihr gönnen, weil sie ist ja noch keine Olympiasiegerin. Ja. Und Olympiasiegerin, das habe ich auch erst festgestellt,
als ich nicht mehr geschwommen bin, Olympiasieger zu sein, ist was, was man sein ganzes Leben lang ist. Man ist kein Ex-Olympiasieger, man ist Olympiasieger. Ja, ja. Weltmeister ist irgendwann mal in der Schublade, aber Olympiasieger, da wird man auch angesprochen auf der Straße. Das ist ganz komisch. Ach, der Albatros, Olympiasieger, ja. Und das merkt man aber erst, wenn man nicht mehr Sport betreibt. Mhm. Also bei mir war es so. Vielleicht war ich auch einfach zu dämlich, das vorher zu realisieren. Sie waren ja auch Sportjournalist, haben das auch alles von einer anderen Warte aus gesehen. Muss man sich heute fragen, wer rast da eigentlich mit wessen Genen durchs Wasser? Also wird da ungeheimlich gedopt und manipuliert? Und können wir bei der nächsten Olympiade mit geklonten Athleten rechnen? Bei der nächsten noch nicht, aber was technisch möglich ist, was technisch möglich ist, das wird auch wahrscheinlich irgendwo im tiefsten Usbekistan irgendwann auch mal gemacht werden. Nur diese geklonten Athleten, die müssen ja auch erstmal ranwachsen. Also insofern, das dürfte noch etwas dauern. Aber ich habe die Befürchtung, dass irgendwann irgendjemand irgendwo in irgendeinem Winkel auf diese fatale und menschenverachtende Idee kommen würde. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Sie einen Abi-Durchschnitt von 1,3 haben, hat die Zeit einmal geschrieben. Ein sehr spannender Artikel in der Zeit, da stand drin, Gewichtheber können nie wirklich blöd sein. Können Sie das erklären? Ich hoffe, dass man das merkt. Ja, aber es gibt auch richtig Gründe dafür. Ja, nein, das ist wirklich, ich meine, Durchblutung wahrscheinlich. Genau, erstmal das. Nein, es ist, also wenn man schon vom Wettkampf her ausgeht, die Sportart Gewichtheben, da entscheidet sich über einen Erfolg und Nicht-Erfolg der Versuch innerhalb von 1 bis 2 Sekunden. Und in diesen 1 bis 2 Sekunden muss ich voll auf der Höhe sein. Also ich habe nicht 45 oder 90 Minuten. Ich stehe da vorne und jetzt bei der hohen Dichte, bei der Leistungsdichte, kann ein Versuch schon 4 Plätze bedeuten. Mhm. So, und wenn du da vorne stehst und weißt, jetzt in der Sekunde muss alles stimmen, musst du also dich vorher im Training und im Wettkampf schon so damit beschäftigen und befassen mit deiner Konzentrationsfähigkeit. Also du musst den Bewegungsablauf so durchdrungen haben, auch geistig durchdrungen haben, dass das gar nicht geht, wenn du da irgendwie ein paar Schrauben locker hast. Mhm. Und außerdem kommt es noch dazu, dass ja als Sportler, du kannst ja nicht nur voll trainieren. Es gibt ein Trainingssystem, was sich aus B- und Entlastung damit befasst. Und wenn ich das auch nicht durchdringe als Sportler, weil ich nur trainiere, weil ich nur, ich muss stark werden, sondern dort überhaupt nicht irgendwie mal nachdenke, mein Körper braucht auch Wiederholung und diese muss ich wirklich sehr konzentriert und sehr gefühlvoll einsetzen. Wenn ich das nicht kapiere, dann wird das auch nie was. Und dazu braucht man eine gewisse Intelligenz. Also deswegen stimmt das. Ein Hochleistungssportler kann eigentlich nicht richtig doof sein. Der Netzer hat ja gesagt, diese diese EM hat gezeigt den Sieg des südlichen Fußballs über den nördlichen Fußball. Nun verdienen die im Süden ja auch nicht schlecht. Ja, also immer den Verdienst mit Klasse und so weiter zu verbinden, es gibt immer Phasen. Der Willi kennt das auch über seine ganze Tätigkeit, über die ganzen Jahre. Einmal waren die Vorbilder die Dänen, einmal waren die Vorbilder die Engländer, einmal waren die Vorbilder die Holländer, jetzt sind sie Franzosen, die Portugiesen und letztlich die Italiener. Das sind Phasen. Wenn man aber immer drauf guckt, was die anderen machen, und man will das noch eifern, hat gar nicht die Möglichkeiten dazu, von seiner Geschicktheit, von seinem Talent her, ganz anderes Spiel. Was soll ich mir abgucken als deutsche Mannschaft von den Portugiesen? Ich kann die Portugiesen. Da kann ich einen Spaß dran haben. Das mit Aber ich kann da nicht spielen wie die Portugiesen. Sind Sie ein guter Tänzer? Nein. So Tänzer, nee. Aber ich mache eine gute Figur. Sie machen eine gute Figur. Weil mit meinem Körper brauche ich es manchmal nicht übersehen. Ihre Frau sitzt dahinter. Ist er ein guter Tänzer? Ab und zu. Der letzte Kampf war nicht als der letzte Kampf geplant, glaube ich. Aber er war ein verlorener. Mit welchen Empfindungen haben Sie Ihre Karriere beendet? Sie waren an Sieg gewohnt. Ja, natürlich. Ich habe natürlich auch verloren in meinen Kämpfen. Als Profi dann nicht mehr. Deswegen sagte ich, ich hatte nun eine sehr lange Karriere, mit 6 Jahren begonnen, mit 10 Jahren die ersten Wettkämpfe und später auch internationale Erfolge. Und für meine Begriffe weit weniger groß als später als Profi, denn die Amateurerfolge, die waren für uns auch sehr professionell gesehen. Nur der letzte Kampf, ein Abschied. Und das hat für meine Begriffe, für mich auch selber, mehr überwogen zu begreifen, wenn ich dann da reingeschaut habe in diese Menge, das waren glücklicherweise ja auch wieder eine vollgefüllte Halle, sehr, sehr viel Betroffenheit durch diese Niederlage,
Das ist das letzte Mal, dass man sowas genießen kann. Das ist ja wirklich auch ein Genuss im Erfolg, überhaupt zu sehen, sie kommen alle wegen diesem Kampf und das ist ja auch eine Huldigung und schön. Und dann sich wirklich endgültig zu verabschieden. Das war eigentlich, was dann überwogen hat. Und ohne Frage natürlich die Niederlage. Das ist klar, das ist also ein zweigeteiltes Schwert gewesen. Aber es war ja Ihre erste Niederlage, da hätten Sie doch eigentlich auch weitermachen können. Nein. Haben Sie mal wieder an Wiedergutmachung gedacht? Ja, nicht Wiedergutmachen, wissen Sie, das ist also so ein Verlangspiel. Man kann eh es nicht wiedergutmachen. Man kann es möglicherweise anders machen, besser machen und dann kann man Erfolg haben. Ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, es war ja angekündigt, dass das der letzte Kampf war, was im Übrigen taktisch ein Fehler war, weil natürlich das für die Punkterichter so nach dem Motto war, ja. Also gut, das ist eh zum letzten Mal, also dann können wir auch mal so machen. Nicht? Ja. Wissen Sie, was ich in der Frage bereue? Ich bereue nach wie vor nicht, weil man es mich häufig fragt, dass ich es angekündigt habe. Ich ärgere mich persönlich über mich selber, über die Dummheit, nicht im Vorfeld vorauszusetzen, dass man unter Umständen vielleicht nicht mit solchen Sachen rechnen muss. Das ist eigentlich mein Vorwurf, dass ich mich darauf nicht eingestellt habe. Das ist eigentlich der Grund. Sie kümmern sich um junge Leute. Warum machen Sie das? Warum kümmern Sie sich um junge Leute? Also um sozial Gestrauchelte? Natürlich nicht nur sozial Gestrauchelte, aber ich glaube, weil ich denke, Vorbeugen ist besser als Heilen. Und wir beugen für meine Begriffe grundsätzlich dieser Gesellschaft zu wenig vor. Das Thema ist ja jetzt viel intensiver in der Kritik und der Diskussion denn je. Waren Sie erschrocken, was im Osten passiert? Ich kann nicht sagen, dass ich erschrocken war, was im Osten passiert. Ich lebe wie die meisten natürlich in vielen Situationen auch nur von der Information und nehme es einfach erstmal so hin und höre natürlich auch viele Analysen, die sind relativ unterschiedlich. Und ich weiß nicht, ob ich immer allen glauben soll. Ich habe selber in der DDR gelebt und habe viele Dinge erfahren. Und ich wüsste nicht, ob ich heute so reagieren würde oder ob ich die Gründe dafür gefunden hätte in der ehemaligen DDR. Aber es sind Werte weggebrochen und die neuen sind offensichtlich ein Angebot, was nicht angenommen wird. Ohne Frage. Ich meine, in den letzten 10 Jahren, länger ist ja noch nicht her, ist verdammt viel, auch auf junge Leute, zugekommen. Und das muss man erstmal verarbeiten. Man sieht ihn einfach gerne an, unseren Henry Maske. Ah. Der Gentleman unter den Boxern. Natürlich in der DDR geboren, wo er auch den Grundstein für seine spätere kometenhafte Karriere gelegt hat. Das Jahr 2000, meine Damen und Herren, die Wiedervereinigung war mehr oder minder 10 Jahre her. Und damals hat uns etwas beschäftigt, was uns heute genauso beschäftigt. Nämlich, was ist Heimat? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Wo sind wir, wenn Sie so wollen, verortet? Sonnenallee spielt im Osten zu DDR-Zeiten. Hätte Ihre Rolle auch ein guter Schauspieler aus Hamburg oder München spielen können? Das bringt natürlich eine Menge, wenn man viel über diese Zeit weiß. Und sie einfach auch direkt erlebt hat. Natürlich, es reden ja viel zu viele Leute über eine bestimmte Zeit oder über ein Land, das sie nicht erlebt haben. Und falsch. Und zum Teil auch dumm. Aber deshalb ist es ganz gut, dass es dann einer macht, der da ein bisschen Bescheid weiß. Auch 10 Jahre nach der Wende wird ja immer noch ganz viel über Aufarbeitung gesprochen und ganz viele sind dabei, auch aufzuarbeiten. Haben Sie das für sich persönlich schon erledigt oder war das gar nicht notwendig? Was soll ich aufarbeiten? Frag ich Sie. Ich weiß es nicht, Sie haben mich jetzt, was soll ich jetzt aufarbeiten? Die DDR-Vergangenheit, die persönliche. Ja, da habe ich nichts aufzuarbeiten, was arbeiten Sie denn auf? Also Ihre ich habe die DDR-Vergangenheit nicht. Ihre bundesrepublikanische Vergangenheit, also ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich jetzt so im Rückblick, was hast du denn, obwohl dieser Preis ein Lebenswerk natürlich, ein Rückblick, was hast du denn so in deinem Leben so gemacht und arbeite es mal auf, was hast du richtig falsch gemacht, war ich jetzt noch nicht so weit. Nee, mir geht es auch nicht darum, dass ich der Meinung bin, dass Sie dringend aufarbeiten müssen, aber dass das Thema Aufarbeitung der DDR-Zeit doch immer noch an aller Orten ein großes Thema ist. Ja? Bei mir nicht. Bei mir? Also bei mir jetzt nicht, aber wenn Sie meinen, dass natürlich DDR oder Ost-West immer noch ein Thema ist, natürlich ist das ein Thema. Das finde ich auch richtig, dass man das weiterhin ein Thema ist, weil jeder von uns hat eine andere Biografie, hat ein anderes Leben und kann davon berichten. Und diese Unterschiedlichkeit kenntlich zu machen, ist gerade gut. Also die Gleichmacherei ist was Fürchterliches.
Also ich finde es gerade interessant, dass man unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Gesellschaftsordnungen kennengelernt hat oder Völker und davon berichten kann. Und nicht so tun soll, als ob es ja fürchterlich, wenn wir alle gleich wären. Hat sich für Sie durch die Wende persönlich etwas massiv verändert? Ja, sicher nicht. Ich bin älter geworden. Das wären Sie auch ohne Wende? Ja, sicher, die Wende. Ich weiß nicht, also es hat sich nicht so viel verändert, weil ich immer noch denselben Beruf ausübe. Also, und ich gehöre zu den wenigen, die das Glück haben, diesen Beruf immer noch auszuüben. Und ich kann endlos arbeiten und auch gerade im Fernsehen in Rollen, die so unterschiedlich sind, wie sich es manch Schauspieler wünscht. Also, ich weiß nicht, vor nicht allzu langer Zeit, Katrin, habe ich dir die Lippen rausgeschnitten als Mörder, als ein wirklich fürchterlicher Serienkiller zum Beispiel. Und jetzt war ich gerade ein Polizist, ein Kommissar. Und es kommen auch wieder ganz, ganz viele wunderbare Rollen. Herr Lümpchen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte, jetzt darf ich um die Toilette. Das muss von unten kommen. Also ich sag mal, die Frau aus Buxtehude zum Beispiel, die zu ihrem Nachbarnjungen sagt, pass auf Junge, ich kenne dich schon als Kind, aber wenn du noch mal über Neger, meine Tochter ist selber mit einem befreundet, solche Witze erzählst, dann ziehe ich meinen Latschen aus und hau dir eine rein. So, das ist für mich eine Frau, die sich an der Stelle wehrt. Oder wo Arbeitskollegen sagen, mein lieber Freund, noch einmal so einen Witz über Juden und Auschwitz, da gibt es zwei Möglichkeiten, du fällst vom Dach. Oder aber du suchst dir eine andere Arbeit, wir arbeiten mit dir nicht mehr zusammen. Solange wir das nicht schaffen, also Politik und Polizei und Staatsanwaltschaft, werden den ehernen Berg an der Stelle bekämpfen müssen. Aber wenn die Gesellschaft sich nicht einmischt, deswegen sage ich noch mal, wo ist eigentlich das Problem im Verhältnis, dann laufen die Dinge schief. Das ist dieselbe Situation wie 1930. Nein, es ist überhaupt nicht. Das ist völliger Schwachsinn. Entschuldigung. Keine Zukunft. Völliger Schwachsinn. Rede ich so frech mit dir? Nein. Ja. Entschuldigung. Das ist aber kein Rat. Aber ich komme aus dem Osten, ich darf das. Ja. Ist denn der Preis? Wieso? Es ist dieselbe Perspektivlosigkeit. Aber dieselbe Perspektivlosigkeit und in dem Augenblick, wo das jemand auslöst, es ist eine geistige Perspektivlosigkeit und keine materielle. Das ist das Problem. Aber wer züchtet die? Wer und was züchtet? Das sind alle junge Leute. Leider junge Leute. Und es ist kein Randphänomen. Das ist auch fast ein Irrtum. Die Älteren halten sich sehr geschickt bedeckt, weil sie das Risiko kennen. Die jungen Leute glauben, dass sie das Risiko kennen, was ihnen persönlich begegnen könnte, wenn man sie schnappt bei irgendwelchen Dingen. Das sind so die geistigen Brandstifter, an die muss man auch heran. Nur wir müssen uns über eins völlig klar sein. Wir werden in Deutschland, wir werden in Polen, in Tschechien, wir werden in England, in Frankreich immer mit 5-8% Rechtsradikalen und Rechtsextremisten leben. Nur man darf nicht zulassen, dass die Oberhoheit gewinnen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist auch ein wenig so aus dem Westen Deutschlands übergeschwappt, eine Liberalität, die ja alles verstehen muss, wo letztlich der Täter interessanter wird als das Opfer. Ja, und zum Schluss auch noch gesagt wird, die können da gar nicht anders. Die haben sie im Osten ja zu früh vom Topf genommen, deswegen sind die auch so radikal. Es gibt einen Haufen Erklärungsversuche, aber über eins müssen wir uns klar sein. Es ist nicht entschuldbar für niemanden, andere Leute zu bedrohen, zu bespucken, zu schlagen, weil es einfach unmenschlich ist. Mola. Das ist der Fall. Ich bin Baby, Kind gewesen und dann als Kind, dann realisiert man nicht, dass ich bin schwarz. Da gibt es ein dickes Kind, ein langes Kind und ein schwarzes Kind, das ist alles ganz normal. Und als Jugendlicher, wenn man das erste Mal, meine allererste Freundin Yvonne Schulte, wenn sie das sieht, sie grüßt, dann hatte ich dann mit 12 eine Freundin und dann hieß es auf einmal, ja, da gab es eine Klassenkonferenz, weil der Mola war mit der Yvonne Schulte zusammen. Und dann wurde die Mutter gerufen und die war auch noch die Nichte vom Konrektor und sagt, ja, aber was sollen denn die Leute denken? Das war aber nicht in der DDR, ne? Nein, das war in Solingen. Sehr interessant, ja. Das war in Solingen, sicherlich. Da gab es doch tatsächlich diese Gedanken darüber, was soll aus diesem Kind denn mal werden, aus Yvonne Schulte, wenn die jetzt mit dem Mola die Bisi zusammen ist. Und dann musste ich dann irgendwann, hieß es, du musst diese Beziehung beenden. Und sie hat das dann nicht gemacht, war ein Riesenaufruhr. Und dann hat mich dann irgendwann die Mutter eingeladen. Die hat dann auch gedacht, ich komme damit irgendwie in einem
Trommeln und Trommel und mit Federbohrer und so weiter. Ja. Leopardenfell hast du vergessen. Ja, Leopardenfell. Ja. Und kam dann da rein, musste irgendwann nett mit denen essen. Danach hat sie mich geliebt. Das ist ja eine schöne Sache. Aber ich glaube, das Problem liegt einfach daran, es ist einfach schlicht und ergreifend Unwissenheit. Sie sind Viva-Moderator, haben Sie schon gesagt. Sie gehören zur ersten Garde, sind ein Star dort, haben große Veranstaltungen moderiert. Und Sie sagen auch, Sie sind Deutscher, fühlen Deutsch, träumen Deutsch. Können Sie sich trotzdem vorstellen, angesichts der Entwicklung, das Land deswegen zu verlassen? Nun gut, das Land zu verlassen, das erstmal brauche ich dann eine Existenzgrundlage. Ich arbeite bei Viva ja, weil ich es toll finde, aber auch, weil der Herr Gorni mir ein bisschen Geld gibt dafür. Aber nicht viel, was? Nicht so sehr viel, das ist wohl wahr. Nein, aber wenn ich jetzt beispielsweise die Chance hätte in einem anderen, ich weiß nicht, ob andere Länder besser sind, ich kann das noch nicht mal sagen. Weder das Land, aus dem ich ursprünglich stamme, Nigeria, kenne ich, noch das Land, was dann bevorzugen würde, Amerika, kenne ich so gut, dass ich sagen würde, ich ziehe jetzt aus mit Sack und Pack. Ich habe hier Familie, ich habe Freunde. Ja, ich meine ich mehr so von der Gesinnung, sodass Sie sagen, also nein, dann würde ich, dann, nicht dann, mehr. Ich bin, dazu bin ich ja viel zu stolz zu sagen, dass irgendwie ein Rechtsradikales geschafft hat, dass ich mich in irgendeiner Zentimeter bewege. Das Unwort des Jahres damals war national befreite Zone. Das war damals schon ein Diskussionsthema und ist es leider heute noch immer. Ganz genau. Wenn wir schon über Heimat sprechen, dann denken wir an die Kessler-Zwillinge, die übrigens auch aus der DDR stammen. Ursprünglich sind dann mit 16 geflohen und in unserer Show 2000 haben sie also knapp 40 Jahre nach ihrer Flucht noch mal über die Zeit in der DDR gesprochen. Sie haben ja sehr früh begonnen zu tanzen. Also ich meine, das war ein Verdienst ihres Vaters. Der hat seinen Ehrgeiz praktisch auch ein bisschen an ihnen ausprobiert, denke ich mal. Also er hat uns in die Ballettschule geschickt, weil wir immer alles nachgemacht haben, wenn wir in den Zirkus gingen oder in Varieté als Kinder. Und dann gingen wir nach Hause und machten alles nach. Und da hat er gedacht, er war sehr stolz auf seine Zwillinge und er drillte uns schon, dass wir immer gerade gehen und der nähte unsere Kleider und das musste alles identisch sein. Er gab ein bisschen mit uns an. Und er hat uns gedrillt, aber er wollte wirklich nicht, dass wir diesen Beruf ergreifen. Eigentlich hätte er gern gesehen, dass wir einen Beamten heiraten. Ja. Und nee, Akademiker. Akademiker, ja. Gibt und, ja auch einen beamteten Akademiker. Richter zum Beispiel hätte er heiraten. Ja. So, das wäre sein, aber warum er es dann in die Ballettschule dann hätten Sie jetzt einen Bausparvertrag und würden sich langweilen. Ja, ja. Aber das Training, man weiß es ja auch vom Leistungssport, ist genauso beim Ballett, das ist ja wirklich hart. Gab es da auch trotzdem so Zeiten von Genuss? Oder war das so, ja, das eine müssen wir machen? Wir haben oft geschwänzt, wenn schönes Wetter war, und sind in unserer Stadt, in Taucha, wo wir aufgewachsen sind, bei Leipzig, schwimmen gegangen. Und wir waren richtige Wasser hatten und haben gesagt, also wir gehen jetzt in die Ballettschule und haben die Tasche mit den Ballettsachen mitgenommen, aber auch einen Badeanzug drin versteckt und gingen dann ins Schwimmbad. Also so ernst haben wir es gar nicht genommen. Wir haben ja nebenbei sogar noch Akrobatik gemacht, neben dem Ballett. Ja. Also mit Akrobaten richtig, ja, also mit Handstand, Überschlag und Flickflack und so, das haben wir alles gelernt. Da gab es mal so ein Artisten-Ehepaar, die wollten aufhören zu arbeiten und wollten uns für sie arbeiten lassen und haben uns gedrillt. Aber nachdem wir dann die DDR verlassen haben, war das natürlich vergessen. Es hat ja kein Mensch geglaubt, dass in diesem Jahrhundert die Mauer fällt. So ist es. Ja. Und das ist erstens bis zehntens ganz großartig, dass das passiert ist. Ja. Ne? Und was dann in der Folge geschah, das ist schon sehr deprimierend, aber die nächste Generation, es wächst. Zusammen. Ich bin auch damals, wir wollten sofort wieder in den Osten, als die Mauer fiel. Da hat mir übrigens Wolf jetzt gerade vor kurzem eine Strophe an mein Lied, die aus dem Osten geschrieben. Im 40-jährigen kalten Krieg errang Göttin Liberté nun den Sieg. Kein Mensch muss mehr Staatslügen leiern. Und seit nun die Mauer fiel, ist es mir Schnurz. Ob Ossi, ob Wessi, das Leben ist kurz. Ich will es genießen und feiern. Will bloß nicht ostalgisch verrosten. Die kleine Fahrt von Osten nach West-Berlin soll nie wieder mehr als Geld und Benzin soll keinem das Leben mehr kosten. Das trällert euch die aus dem Osten. Bravo. Einen zauberhaften Moment damals schenkte uns Eva Maria Hagen, die uns ein Lied vortrug ihres Freundes Wolf Biermann. 1990, die Wiedervereinigung. Das war
eine Zeitenwende. Ganz genau. Und nur 10 Jahre später hat sich natürlich auch schon wieder viel verändert. Im Jahr 2000 stellte sich medial einiges auf den Kopf. Da gab es ganz, ganz neue Entwicklungen im Fernsehen. Und bei der Gelegenheit hat uns ein Gast, nämlich Joachim Kroll, erzählt, dass er richtig Angst vor dem Fernsehpublikum hat. Es geht um Sie, meine Damen und Herren. Ja. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das noch mal möglicherweise ein Popularitätssprung sein kann, weil so ein Riesenpublikum, wie man mit Fernsehen erreichen kann, haben wir leider beim Kino nicht so oft. Ja? Außerdem ist es ein anderes Publikum. Ich bin ja ein Stück weit auch noch Romantiker. Ich glaube ja immer noch, dass sich die Leute vielleicht ein feineres Jackett anziehen und ins Theater gehen. Dann gibt es das Publikum, das pragmatisch denkt, das sagt so, ich bringe 15 Mark mit oder 10 Mark, ich will den Film sehen und der ist gut. Das ist dann das Kinopublikum. Und das Fernsehpublikum kenne ich eigentlich gar nicht, weil das ist eine diffuse, unsichtbare, riesige Masse, die möglicherweise ganz schreckliche Dinge tun in ihrem Wohnzimmer, während ich mich bemühe. Aber da dürfen Sie beim Film also während des Drehs nicht dran denken. Die sind auch teuer. Also die investieren auch was in den Abend. Ist so, ja, aber das ist für mich ein neues Publikum. Ja. Und ich bin sehr gespannt, wie wir zusammen funktionieren. Was sind denn eigentlich die Ursachen, weshalb die Schüler heute anders sind und die jungen Menschen? Was ist Ihrer Meinung nach jetzt als Politiker mal? Es gibt unheimlich viele Ursachen. Fangen wir mal bei den Medien an. Wenn Sie sich angucken, was die zum Teil für ein Blech produzieren, die Fernsehprogramme, die unendlich große Auswahl von Videos, von Computerspielen. Also gut, dann gehen Sie jetzt auf eine Richtung zu. Ich habe ja das Gefühl, wenn also Volksschule oder andere Schulen, die Schüler morgens kommen, dann erlebt er der Lehrer Schüler, die bereits schon 2 Stunden vor der Klotze gesessen haben. Das heißt, wir leben ja in einem Wirtschaftssystem, wo anders als zu unserer Zeit, ich kenne ja noch Nachmittagssportspielspannung, wir hatten noch nicht die ganzheitliche Versorgung durch das Medium Fernsehen und wir hatten noch nicht die Vereinnahmung der Wirtschaft für Kinder und Jugendliche. Wir leben ja, ich sag's jetzt mal überspitzt, in einer Wirtschaftsdiktatur, wo der Mensch sehr früh schon hingeführt wird, ab 2 in den Sendungen, wo das Kleinkind sowieso nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt Werbung, Produktwerbung oder ist das Spielzeug. Es wird stromlinienförmig als braver Konsument gezogen. Und sie fressen ja alles. Also ich habe noch nie so eine abgerichtete Generation erlebt wie diese. Sie fressen ja alles, was man hier hinstellt und wollen ja Spaß natürlich haben. Aber ist das nicht schlecht? Bitte? Ist das nicht schlecht? Müssen wir da nicht gegen angehen? Nein, es ist die Frage eben, ich meine, da stelle ich halt die Frage, ist die Politik nur noch die Gauklertruppe vor den eigentlichen Machthabern, nämlich der Wirtschaft? Oder kann sie wirklich noch was errichten? Kann sie wirklich noch was ausrichten? Und da sehe ich eigentlich den Hund begraben, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Frauke Ludowig, wie finden Sie so eine Rechtsprechung coram publicum? Also erstmal muss ich sagen, dass ich das teilweise, ich wundere mich, dass Sie da häufig die Fassung behalten, denn ich frage mich manchmal, wie man bei diesen Fällen denn auch nicht lachen muss. Das ist ja, wenn ich an Regina Zindler denke und den Maschenratzer und den Knallerbsenstrauch, das ist einfach, also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man als Richterin sitzt, dass man mal lachen muss. Der Maschenbrauzaun. Ja, ich könnte es mir nicht vorstellen, wenn ich mich mit meinem Nachbarn streiten würde, zu Ihnen zu kommen, obwohl Sie ganz nett sind. Aber ich würde das irgendwo anders austragen, aber nicht Sie vor Gericht. Sie würden es nicht vor dem Fernsehen austragen. Nein, nicht unbedingt. Das hat denn der Maschendrahtzaun die Quote erhöht oder die Popularität noch vergrößert, das Publikum ausgewechselt, was immer auch an Wirkungen gezeigt? Also ich denke, das ist etwas, was schon positiv war für eine Sendung. Wir waren, glaube ich, 3 Wochen waren wir auf Sendung, kam dieser Fall. Und der Maschendraht, der hätte in jeder Sendung, der hätte auch in Ihrer Sendung entstehen können. Es war ja nur ein Satz. Es war ein Satz mit 7-mal Maschendraht. So, ja. Wo Raab den rausschneidet. Und er hat ihn aber glücklicherweise bei uns rausgeschnitten. Und das war natürlich für die Sendung sehr schön. Wir sind dadurch viel bekannter geworden. Also Sie denken schon jetzt an Quote. Ich habe ja früher mal gesagt, Quotenfrau, Quoten, gut. Also Ihre Unschuld haben Sie verloren. Ich glaube, dass ich... Als Richterin jetzt, wohlgemerkt. Ja, als Richter hat man das große Glück, dass die Leute immer zu einem kommen, weil sie müssen. Aber Sie alle, hier wie Sie sitzen, nur
weil die Leute sie mögen, weil sie irgendwas zu verkaufen haben. Ob das jetzt Quote heißt, ob das Auflage heißt, ob das Umsatz sonst woher heißt, ist eigentlich egal. Diese Unschuld, dass man muss... Die Gäste kommen auch ohne Buch hierher. Frau Sanesch, ich muss Sie noch was fragen. Also 2 Jahre dauert der Vertrag und danach sehen wir mal, was dann kommt, ob Sie dann wieder ans Landgericht gehen oder ob Sie ewig unsere Fernsehrichterin sind. Dankeschön, Barbara Sanesch. Die Richterin Barbara Salisch. Man kann sich nicht vorstellen, aber es wurden noch 2000 Sendungen von ihr bis 2012 gesendet. Es war ein wahnsinniger Trend damals, die Gerichtssendungen. Und ich frage mich, Hubertus, warst du auch ein großer Fan, der sich das jeden Tag angeguckt hat? Also Barbara, ich muss gestehen, nein, ich war nicht so ein großer Fan. Aber ich war noch, Barbara, noch weniger ein Fan eines anderen Formats, das am 28. Februar 2000 Premiere hatte, Big Brother. Da konnte man für eine Gewinnsumme von 250.000 Mark, deutsche Mark, sich in einen Container einsperren lassen und man wurde dauernd beobachtet bei allem, was der Mensch so macht, ja, tags wie nachts. Das gab es noch nie und das gibt es kurioserweise noch heute. Jetzt ist dieser Big Brother Container da ja in aller Munde und Verona ist da reingegangen. Wie sehen Sie das so als alter, früherer Fernsehbetrachter? Ja. Hoffentlich kommt sie mal raus. Oh, fein. Ich bin wieder draußen. Das war ein kurzes Intermezzo, ne? Kurz reingewuscht. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie das Kleingedruckte in den holländischen Verträgen nicht gelesen. Also, warum man da sonst reingeht, also ich weiß es nicht. Hauptsache im Gespräch, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Auch wenn man ins Gerede kommt. Ja, aber es ist ja eigentlich langweilig. Ich meine, eine WG mit scheiß Möbeln und Leuten, die sich nicht artikulieren könnten, das hatten wir im Studium zuhauf. Also, ich meine. Muss man nicht mehr. Das hat aber 7 Millionen haben geschaut. Das ist mehr als bei meinem Boxkampf. Macht denn Big Brother die Menschen, das Publikum schlechter oder spiegelt das Publikum nur wieder, wie es schon ist? Weil sie gucken es ja. Ich bin der Meinung, es gibt so viel Schmarrn und Schwachsinn im Fernsehen. Aber der Big Brother ist der größte Scheiß, was ich bis jetzt gesehen habe. Führt das nicht dazu, wenn es jetzt immer weniger Stars gibt, dass das Fernsehen, also die Medien überhaupt, sich die Stars selber machen? Das sieht man ja zum Beispiel am Big Brother. Das heißt, ich höre da jeden Tag, der Star sowieso... Ja, das sind so Superlativen, die verkommen. Ja, aber das Wort ist doch schon völlig inflationär. Ach, ich glaube, wir haben deutsche Stars. Das ist ein anderes Kaliber. Das wollen wir auch. Ich glaube, dass unsere Zuschauer lieber Menschen zum Anfassen haben möchten. Man muss es doch sehen, die haben ja doch einen ungeheuren Vorteil davon. Erstens einmal, wenn sie rauskommen, sind sie in der Hitparade. Wer hätte schon diese Chance? Was haben Leute früher getan, um in Hitparaden zu kommen oder überhaupt nur die Chance zu haben, zu singen und Platten zu veröffentlichen oder irgendwie Schauspieler? Ich meine, der Herr Zlatko ist ja angeblich jetzt inzwischen also einen großen Kinofilm abgeliefert haben. Der ist zwar noch nicht so richtig, glaube ich, in den Kinos, aber kann ja kommen. Ja klar, der hat Manager. Im Grunde genommen ist das ja eigentlich das Spannende überhaupt. Ja. Ja, aber mit der höheren Schulbildung stimmt das? Gibt es da eine Statistik? Ja klar, es ist eine alte Weil Tatsache. Weil die mit der niedrigen Schulbildung, die gucken nämlich Literarisches Quartett. Ja, das ist es wirklich so? Ja, das ist so. Ich habe wirklich in Zahlen festgestellt. Das lässt sich erklären. Je blöder die Sendung, desto gescheiter die Zuschauer. Nein, und es lässt sich auch erklären. Einer, der sozusagen den ganzen Tag geistig sozusagen angestrengt wirklich arbeitet, der möchte am Abend diese Kiste aufstellen und dann nicht die 23. Diskussion über die Arbeitslosigkeit im Wattenmeer sich anschauen, sondern irgendein Western oder Tutti Frutti oder eben Big Brother, wo da irgendwelche Menschen herumeilen und ums Handtuch streiten. Also das ist irgendwo was Spannendes. Ja. Helmut Thoma. Ein Erneuerer des deutschen Fernsehens. Von ihm stammt der wunderbare Satz, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So, meine Damen und Herren, Schnitt. Wir hatten Ihnen ja versprochen, einen konsequenten Rückblick auf das Jahr 2000. Ich muss um Verständnis bitten, wir gehen ins Jahr 1999 für einen einzigen Gesprächsgast. Dieser Gast hat aber mein berufliches Leben derart durcheinander gewirbelt, dass ich sagen muss, diese Ausnahme ist mehr als gerechtfertigt. Damals war eine junge Frau Gast in der Runde, die 9 Jahre später diese Runde moderieren sollte. Barbara, mit welchem Gefühl erinnerst du dich an diesen Abend, eingemauert zwischen Reich-Ranicki, Shell
Ja, die erzählten alle aus ihrem bewegten Leben, was wirklich unglaublich interessant war. Und ich kam dann für mein neues DSF-Magazin Tiebreak, das Tennismagazin, zu werben. Und das war natürlich, kam etwas klein daher. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, von dir interviewt zu werden, ist das Kultivierteste, was einem im deutschen Fernsehen passieren kann. Und deswegen war ich sehr, sehr glücklich. Und was ich auch sagen muss, du hast das mit einer Leichtigkeit und einem Charme gemacht, das man schon damals ahnte. Alida wurde nervös. Also, und Reich-Ranitzky war sich auch nicht ganz sicher. Schell war sowieso nervös. Ja. So wie, meine Damen und Herren, man mit Barbara Schöneberger spricht, kommen die Herren ins Schwitzen, wenn die Kamera das einfangen könnte. Herr Reich-Ranitzky nimmt sich gerade ein Feuchtigkeitstuch, der Lufthansa. Sind Sie das? Sind Sie wegen Kinski? Ach, jetzt. Hätte ich mal die einmalige Chance gehabt. Kommt das häufig vor, dass Männer und Herren sofort anfangen zu transpirieren, wenn sie. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Noch nicht wirklich? Nein. Herr Schell, neben Ihnen sitzt eine Soziologin. Das weiß jetzt er gar nicht. Darüber haben jetzt, wir noch gar nicht. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein. Ich bin's. Und, aber diese Soziologin unterbricht Ihr Studium. Warum? Weil, ich weiß das nur, weil ich Harald Schmidt gesehen habe. Hm. Und Harald Schmidt tut sehr viel für diese Dame, was man verstehen kann. Und das heißt aber, dass Ihre akademische Karriere jetzt endgültig im Deibel ist. Nein. Das sagen alle. Das darf ich natürlich nicht sagen, weil meine Eltern gucken zu und so, ne? Sie wissen schon. Nee, es ist natürlich so, dass ich mein Studium irgendwann unterbrechen musste, weil ich dann in dieses Fernsehen so hineingerutscht bin, dass ich mich nicht mehr mit vollem Enthusiasmus meinem Studium widmen konnte. Das würde jetzt wollte. Nur noch... Wollte. Auch das. Eben, eher wohl. Aber zunächst war es auch mal ein Zeitproblem. Und jetzt bin ich ja aus Augsburg, wo ich zunächst studiert hatte, nach München wieder zurückgezogen. Und Sie wissen ja, wie es ist. Dann ist man da und da und da. Und dann rückt man so ein bisschen weg von diesem ganzen Projekt, ja. Ja. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Das ist auch doof. Abends bei Harald Schmidt und morgens in der Mensa in Augsburg. Ja, es ist ein bisschen... Kommt nicht gut. Aber also ich versuche, das auf jeden Fall zu einem Ende zu bringen. Ich muss nur noch eine Magisterarbeit schreiben. Hat jemand ein Thema für mich? Bitte kommen Sie zu mir, ich suche. Max den. Weber und seine Gültigkeit heute. Oder egal. Das ist eine tolle Idee. Jetzt haben Sie... Nachdem ganz den ehrlich, Abend ich habe viele Talkshows mit Ihrer Teilnahme und Ihrer Führung gesehen. Fabelhafte Talkshows. Heute die, an der ich selber teilzunehmen hier das Vergnügen, die Ehre zweifelhaft habe. Ungewöhnlich langweilig. Ja. So eine so langweilige Talkshow. Ihre einzige Hoffnung, dass in dieser Zeit schon viele Leute, die da eingeschaltet waren, nicht mehr mitmachen. Ja. Ich kann das nicht. Also erst die Rotwein-Sitten, dann ein völlig geisteskranker Name. Herr Reich, was so erschüttern wird, das gehört noch zu einer der besten Sendungen. Normalerweise sind es ist noch schlechter. Sag mal, ich wollte sagen, ich würde aber mal Barbara Schöneberger, also doch, auch wenn es ihren Verdruss auslöst, wofür ich Verständnis habe, aber im Moment keine Rücksicht nehmen kann, Barbara Schöneberger ein gewisses Parkett geben, weil sie hat... Das wird Sie interessieren, Sie kommt aus einer musischen Familie. Ihr Vater war Klarinettist. Er ist es noch immer. Er ist Solo-Klarinettist. Solo-Klarinettist. An der Bayerischen Staatsoper in München. Na, ja. Sehen Sie. Und zunächst aus der Tochter ist bisher nichts geworden. Oh. Nein, Sie müssen jetzt sehr tapfer sein. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, wenn ich irgendwann so alt bin wie Sie, dann werde ich es auch geschafft haben. Sie haben Soziologie studiert, das ist eine Richtung. Ja. Sie haben aber gleichzeitig als Model gearbeitet. Sie haben, ich glaube, als Modevertreterin gearbeitet, so in Bayern übers Land, zu Uschis Modeboutique in Freising. Entschuldigung, was ist Soziologie? Soziologie ist das im Großen, was Psychologie im Kleinen ist. Das kann man eigentlich so ganz schön zusammenfassen. Eine geniale Formulierung. Ja. Finden Sie? Genial. Umwerfend. Ich meine... Der Kinski, der passt hier in diese Runde. Doch so, ein Wahnsinniger wäre hier. Aber Sie wollte, ich bin bei Ihnen. Man muss auch die einfachen Gäste bedienen. Was Sie sympathisch macht, sie wollte nämlich keine Lehrerin werden. Und damit sich nicht verbeamten. Das wird man aber auch nicht als Soziologin. Also da ist man arbeitslos eher. Ach, das war angestrebt. Ja, nein, es war eigentlich das interessegeleitete Studium. Das nimmt mir natürlich keiner ab. Jeder sagt, man sucht da nur einen Mann oder will sich irgendwie beschäftigen. Aber in der Tat war es doch so, dass ich wollte dieses Studium machen. Und das habe ich ja eigentlich auch bisher ganz gut gemacht. Ja. Und
dann kam eben das Fernsehen so dazwischen. Aber ich habe nie gesagt, ich will da jetzt unbedingt hin und ins Fernsehen. Es ist wohl doch schon so, dass man mich nicht zwingen musste, mich zu produzieren vor Publikum. Das liegt dem Ganzen zugrunde. Und das ist natürlich auch das, was mich immer irgendwie weitergebracht hat. Ich habe aber nie mich irgendwo vorgestellt und gesagt, ich will es unbedingt. Ich möchte. Ja, also sagen Sie mal, was wird hier weiter, dieser Talk? Wir sind gleich da. Eine Hopf. Was Sie nicht wissen, wir sind schon seit einer Stunde nicht mehr auf Sendung. Ich denke, jetzt ist es 12 Uhr. Es wird die beiden Herren an meiner Seite erschüttern, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie da viel Erfolg haben im Fernsehen und dass Sie viel Möglichkeiten kriegen, Ihr zweifelloses Talent zu zeigen. Es ist ja eine andere Generation. Deutlich. Ein absoluter Superstar des Jahres 2000 war Gerhard Friedle, besser bekannt als DJ Ötzi. Bekannt geworden mit seinem Superhit Anton aus Tirol. Der durfte natürlich bei uns nicht fehlen. Nein, der steht für kultivierte Musikunterhaltung. Und deswegen ist er natürlich auch in dieser Show zu Hause. So, wir hatten sehr viel Spaß. Wir hoffen, Sie haben es auch genossen, unsere kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2000. Und wir beschließen diese beschauliche Show jetzt mit dem Hit von DJ Ötzi aus dem Jahr 2000. Hey! Hey, 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 baby! Baby. Oh, aus.